Moin Moin, ihr Landratten! Willkommen zum ersten Freebooters Fate Livestream im neuen Jahr. Wir sind aus dem Winterschlaf erwacht, sind wieder an Deck, alle Mann. Frisch und, ja, frisch ist gelogen, aber wir sind wieder alle Mann an Deck. Ihr seht, unter mir haben wir heute eine stark reduzierte Mannschaft. Wir haben heute den Birk dabei. Hi Birki. Hallo. Oh, und unterm Birk liegt der Micha. Moin, moin. Und darunter liegt der Flo. Hi. Hallo. Sag nochmal was? Hallo. Ja, wir haben uns ein bisschen verzögert, weil der Florian ist gerade im Stimmbruch. Kann sein, dass er sich ab und zu mal ein bisschen komisch anhört, aber wir kriegen das schon irgendwie gewuppt. Ne? Also nicht nur wegen Dialekt, sondern auch so. Ja, hoffentlich gesund. Ja, also wir sind hier alle gesund. Also glaube ich, seid ihr alle gesund? Ja, ne? Wie sieht es bei Ja. euch im Chat aus? Seid ihr alle gesund? Ich hoffe, ihr kommt gesund durch die Coronimoni. Und könnt dann fit in den Februar starten. Denn darum geht es nämlich heute. Neues Jahr zu neuen Ufern. Ihr habt es bestimmt alle schon mitbekommen. Wir haben auch fleißig Einsendungen von euch erhalten. Das sprechen wir gleich alles nochmal durch. Aber für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, erstmal Schande auf euer Haupt, dass ihr es nicht mitbekommen habt. Wir erklären es aber nochmal, worum es geht. Dazu haben wir hier was vorbereitet. Einmal jetzt das Übersichtsplan. Aber zeigen wollte ich erstmal das PDF. Denn das PDF könnt ihr euch auf unserer Webseite im Download-Bereich runterladen. Da stehen alle Regeln drin, die ihr dann zu befolgen habt, wenn ihr ganz am Ende bei den Belohnungen dabei sein wollt. Ihr könnt aber auch, das haben wir jetzt auch dann über im Facebook-Forum und Discord und so ein paar Mal erwähnt, ihr könnt aber auch, wenn ihr die Monatsziele nicht erreicht oder nicht erfüllen könnt oder so, könnt ihr trotzdem mitmachen. Das Hauptziel ist es, bemalte Mannschaften zu haben. Oder, Florian, Ja, und ja, viel Spaß dabei zu haben, hoffentlich. ja, du hörst dich noch ein bisschen komisch an. Sollen wir mal deine Stimme testen und du erklärst noch mal in kurzen Sätzen, worum es eigentlich geht bei der Kampagne? Ja, im Prinzip geht es einfach, dir selber eine bemalte Armee aufzubauen Ja. und ja, hoffentlich dann später damit an der Sommerkampagne teilzunehmen, was nicht unbedingt Pflicht ist, aber passt natürlich schön. Genau. Es wäre aber die perfekte Überleitung, ne? Ja, genau. Das Ja. würde halt perfekt ineinander übergehen. Und es ist halt auch, es gibt ja eine kleine Einleitung. Und Eine kleine fluffige Einleitung, die meinst du doch, genau, ne? Mhm. ja, und die leitet halt auch darauf hin, um was es dann geht in der Sommerkampagne. Genau. Das werden wir jetzt nicht vorlesen, das könnt ihr euch dann in Ruhe durchlesen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Genau. Also steht es auch, es geht darum, euch eine neue Mannschaft aufzubauen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr wie wild erstmal shoppen müsst, um neue Figuren zu bekommen. Ihr könnt Silberfische grundieren und dann bemalen. Ihr könnt eure bestehenden Mannschaften erweitern. Ihr könnt den Pile of Shame abarbeiten, sofern das dann hier in die Kategorien passt. Könnt ihr euch natürlich aber auch eine neue Mannschaft zulegen. Zu den Regeln gehört halt, dass alle Figuren aus einer Mannschaft angeheuert werden müssen. Also ihr könnt jetzt nicht bemalen, was ihr wollt. Also könnt ihr schon, aber dann könnt ihr nicht in den einzelnen Monaten teilnehmen und eine Belohnung erhalten dann. Es müssen Originalminiaturen von Freebooter Miniatures sein. Also keine 3D-Drucke oder sonstige selbstgeknetete Play-Doh-Piraten. Genau, und zu Beginn des Monats wird es von uns ein Codewort geben. Ja, und wie in Discord vermutet, es ist nicht falsch. Also das Codewort ist nicht falsch, so wie ich es gestern oder vorgestern geschrieben habe. Das wird, wer weiß es von euch dreien, wann wird es veröffentlicht? Ja, am 1. des Monats, oder? Am 1. des Monats. Ja, ich war mir jetzt unsicher, ob am einen Tag davor oder am 1. des Monats. Ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht machen wir Sache ein bisschen eher, wer weiß. Ja, gut.
Also der Head-Off-Aufbaukampagne, der Nick, der ist ja heute leider nicht da. Ne? Der muss auf einem anderen Schiff anheuern heute. Hätte er nochmal was zu sagen können. Das Codewort, ist das eigentlich schon bekannt, Florian? Nee, ne? Also wir selber wissen es auch noch nicht, oder? Nee, wir müssen noch nicht. Wissen wir noch nicht, ne? Das weiß nur der Nick. Und wir werden das ja, vielleicht nicht um 23:59 Uhr am Ende des Monats, vielleicht auch um 0:01 Uhr am Anfang des Monats Genau, und bekannt geben. das Wort schreibt er auf einen Zettel, das ist ganz wichtig, auf den Zettel und den gut sichtbar hinlegen. Ach so, guck mal, der Nick ist im Chat. Ja. Der heißt nur anders. Was siehst du mal? Seenik. Okay, Ja, also, sehen. ach so, dann doch um 23:59 Uhr am Ende des Monats. Okay. Alles klar, das, was Nick sagt. Dann wird das Codewort. Genau, ihr müsst ein Vorherbild und Nachherbild einreichen, dann zusammen. Beim Vorherbild maximal grundiert und Nachherbild dann die fertig bemalten Figuren. Ja, wichtig halt auf dem Zettel, nicht irgendwie mit Paint oder sowas drüber schreiben. Wirklich einen Zettel vorlegen, gut sichtbar, damit man das erkennt. Ja, genau. Geht halt nur darum, der Fairness halber, weil man auch was gewinnen kann, dass da keiner bescheißt. Ne? Dass man vielleicht schon die Figuren alle fertig bemalt hat und sich da einen lauen Job macht, ne? Den Bauch in die Sonne hält am Oberdeck und einfach dann die Bilder ab und zu mal hochlädt. Nee, nee, so soll es nicht sein. Ihr macht dann ein Foto, wie der Florian schon sagt, mit dem Zettelchen und dem Codewort davor. Schickt uns dann an, wie es im PDF steht, an support@freebootermanagers.de. Dann werden wir das dort sammeln. Also der Nick, du wirst das dann schön sammeln und verwalten und am Ende dann auch entscheiden. Ne? Genau. Ja, weitere Regeln findet ihr in dem PDF. Wollen wir gar nicht zu detailliert drauf eingehen. Ja, ich würde hier zumindest noch zu den Besonderheiten kurz, oder? Meinst du die Aufgaben? Ne, hier die, nein, zurück. Die Besonderheiten. Also bei Söldnern darf man Gefolge immer durch einen anderen Söldner ersetzen, Achso. wenn man möchte. Und die Schatten dürfen im April anstatt ein Anführer oder ein Söldner, ach, jeweils ein Spezialist bemalen. Einfach weil es gibt halt nur einen Söldner bei den Schatten bis jetzt. Und Anführer weiß ich nicht, ob bis dahin noch einer kommt. Ist ein bisschen fragwürdig, weiß ich nicht. Deswegen haben die ein bisschen Sonderstatus, genauso wie Schemen. Das zählt ja auch eigentlich als Gefolge, aber ein Schemen zählt nur als halbes Gefolge. Einfach weil, ich sag mal, es ist unfair, wenn einer einen Pirat bemalt und jemand kann einen Schemen innerhalb, also ich glaube, ich habe einen bemalt in der Dreiviertelstunde komplett. Ja, aber der sieht doch dementsprechend aus, ne? Ja, Micha hat gelacht. ja gut, das, ja, hier, ja, die haben zwei Anführer, das ist korrekt, aber es gibt halt auch, dass du die Zeit der Beta hast. Und es gibt halt einfach keine große Auswahl dran. Genau, also Deswegen das. ist da ein bisschen Sonderstatus, weil die halt noch nicht viel, so viel veröffentlicht haben. Also das aktuelle Sortiment und die Mannschaftsanheuerregeln, die wurden alle mit berücksichtigt, ne? Dass da keiner im Nachteil Genau, und ist. am Ende hat man, wenn man alle Aufgaben ja macht, hat man im Normalfall zwei unterschiedliche Mannschaften, die du einsetzen kannst. Dadurch, dass man zwei Anführer hat und Ja, auch genau. im Normalfall genug Gefolge. Im Prinzip hast du eine Mannschaft mit einiges an Auswahl, ne? Dass du die unterschiedlich aufstellen kannst. Ja, theoretisch hast du eigentlich, ich sag mal, ein bisschen Ausnahme sind so Sachen wie Kult, weil die mehr Gefolge brauchen, aber eigentlich hast du zwei komplett unterschiedliche Mannschaften, kannst du dann aufstellen. Larry schreibt, wieso, die haben doch jetzt zwei Anführer. Ja, also genau, den Flüsterer haben die Schatten als Anführer und hier die tierische Urgewalt. Ne? Die gibt es ja jetzt auch als Anführerin. Im Shop übrigens. Ja, das Problem ist halt, dass der Flüsterer ist ja theoretisch schon seit der Taktiker draußen Und es gab im einen Finale. Bemalwettbewerb damit. Genau. Also wer den schon angemalt hat, das wäre jetzt irgendwie unfair zu sagen, Ja, kauf aber noch mal oder. man kann den entfernen. Ja,
mit. Ja, kann man. Ja, geht ganz gut mit dem Desinfektionsmittel, was man aus der Apotheke bekommt. Ich habe das jetzt hier hinter im Schrank, kein Bock dahinter herzugehen. Könnte auch, wäre auch noch eine Methode, ne, wenn man die Urgewalt jetzt nicht erwerben möchte oder gerade nicht kann. Ne? Genau, dann gehen wir noch mal ganz kurz ein, was die Aufgaben der Monate sind und dann zeigen wir schon mal ein paar Bilderchen, oder? Was die Leute sich dabei gedacht haben. Ich denke, ihr seid auch schon ganz nervös, oder? So, pass mal auf. Also Februar, der harte Kern, ist klar. Wie fängt man eine neue Fraktion an? Mit einer Starterbox oder halt kann sich so eine Starterbox auch selber zusammenstellen, muss halt ein Anführer, ein Spezialist, zwei Gefolge der Mannschaft sein. Klar soweit? Klar soweit. Also ist der Spruch eigentlich geschützt? Nee, auch egal. Okay, und im März 4 Gefolge deiner Mannschaft. Micha, was machen wir im April? Im April für die ganz speziellen Aufgaben machen wir einen weiteren Anführer, einen Spezialisten ohne Fernkampf, einen Spezialist mit Fernkampf und einen Söldner, der für meine Fraktion kämpft. Richtig. Und Birk, was machen wir im Mai? Ich frage euch jetzt alle ab. Irgendwas. Und das ist sogar richtig. Richtig, das ist sogar richtig. Deswegen habe ich dich auch im Mai drangenommen. Ja. Ja, und im Juni ein Unterschlupf. Ne? Ein Unterschlupf, entweder eine Cabana aus der City und Longfall-Reihe oder was selbstgebautes, die wie, also die Mindestmaße, wie es gebaut sein sollte, stehen dann in den Regeln drin. Und was kann man denn am Ende gewinnen, Michael? Außer eine beballte und einsatzbereite Mannschaft. Genau, also die einsatzbereite Mannschaft sollte man sich selber erschaffen haben. Mhm. Außerdem gibt es jeden Monat die Möglichkeit, einen Resin-Master zu gewinnen. Aha. Also das sind die Figuren, aus denen die Gussform hergestellt werden. Die lässt Werner aus Resin herstellen. Und ja, aus den Gussformen kommen dann unsere altbekannten, altbewährten Zinn-Minis. Und wer es schafft, wirklich jeden Monat daran teilzunehmen und alles zu erfüllen, der kriegt auch in jedem Fall, also es ist nicht nur einer, sondern alle, die das schaffen, bekommen einen 20% Gutschein für den Shop von Freebooters Miniatures. Yes. Genau. Aber wer es nochmal genau wissen will und nicht auf unsere Worte hören möchte, weil wir nur Schluss erzählen, der kann sich das PDF einmal durchlesen. Da steht alles Wichtige drin. Nicht wahr? Genau, das ist nochmal der Ablauf in der Übersicht. Haben wir denn eigentlich einen Chatbeauftragten noch heute? Wir gucken einfach alles selber. Okay, wir gucken einfach alles selber. Gibt es denn schon... Noch ist gemütlich. Noch ist gemütlich, alles klar. Dann machen wir einfach gemütlich weiter. Ich habe da nochmal die Übersicht der Monate. Die blende ich immer mal wieder ein. Und ich würde sagen, wir schauen uns die ersten Einreichungen an, oder? Oder? Ich habe die jetzt auch. Onwards. Yeah. So, jetzt muss ich eben, wo ist mein Ordner? Da. Ich habe die alphabetisch sortiert, aber nach Vornamen alphabetisch sortiert. deswegen fangen wir an mit dem Andi. Reischel. Wenn du hier bist, schreib mal laut hier. Mal gucken, er hat noch einen Text dazu geschrieben. Das ist jetzt seine Planung für die Aufbaukampagne. Bei einem Teil der Minis, besonders das Gefolge für März, hatte ich bereits vor langer Zeit mal die Base einfarbig bemalt. Bei Pietro ist die Base schon zweifarbig und ein Gefolge hat bereits Hautfarbe abbekommen. Geht das so durch oder muss ich da noch gegensteuern? Freunde der Sonne, was sagt die harte Jury? Da ist er doch. Ist auf jeden Fall schon mal hier, dann kriegst du schon mal direkt die Antwort auf deine Frage. Geht das so durch? Fleischsternchen. Hat er schon alles entfärbt? Dann geht's durch. Schon alles entfärbt? Na guck mal, dann geht's doch durch. Genau. Das wäre jetzt noch die Möglichkeit gewesen, entweder alles entfärben oder nochmal drüber malen. Ne? Dann hat er halt ein bisschen dickere Haut. Genau. Was sehen wir hier? Moment, ich mach mal auf Pause. La Jolla, Qualani, Octavia und Schwalbe. Moment. Ich vermute, das ist die vier sonstige Truppe. Ah ja, genau, vier sonstige Truppe. Ich suche mal eben die Starterbox. Hier, das sieht nach Starterbox aus quasi. Nein, das ist Gefolge. Das sind vier Gefolge. Da ist doch Barco dabei.
Ach so, bei euch kommt es ein bisschen später an. Ja, okay. Okay. Ja, die Verzerrung. Jetzt ist. Genau. Baku, also. Little Pete, Pietro und. Liname. Saline. Das ist der April. Das ist der April. Ah, verdammt. Wo haben wir denn? Ach, ja. Hier, guck mal. So viele Spezialisten. Okay, ich sehe schon die Starterbox. Ach, guck mal, ist die Starterbox. So, genau. Dann haben wir die Starterbox. Perfekt. Mit Rubio, Rut. Einer Piratin und einem Cuchillo. Ja, so kann man klassisch beginnen, ne? Also. Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen zur Starterbox? Also ich finde Rubio als Anführer ja mal genial mit seiner Fähigkeit, dass er sich die ersten 5 Karten angucken kann. Die ist schon sehr stark. Da finde ich jetzt eine gute Rubio Wahl für einen Start. Ist schon sehr cool. Ja. Der hat ja auch eine erhöhte Autorität. Der hat furchtlos meine Lieblingsregel. Also ja. Rubio ist cool. Ja, die, ich weiß, lieber Chat, die sind nach Monatsnamen benannt, aber wenn ich die in OBS einbinde, ist denen das scheißegal, wie die Bilder heißen. Der zeigt dann einfach irgendwie an. Ja, ich habe die auch heute alle eben noch schnell eingefügt, also mea culpa. Jetzt switchen wir uns einfach ein bisschen durch. Genau, also Rubio, starker Hund. Was sagt ihr zu Krutt? Ist er der Lieutenant? Soll man dazu sagen? Ja, weiß ich nicht. Ist halt Grutt, ne? Ja, okay, ist halt Grutt. Er ist immer noch hässlich, aber nicht mehr ganz so hässlich wie der Erste. Ja gut, der Geier lenkt ab, ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, der Vogel ist cool. Okay, wir springen einfach mal weiter. Was haben wir im Februar? 4 Gefolge, ne? Moment, 4 Gefolge haben wir hier. Pirat, Cuchillo, Seemann und Tiradoro. Ja gut. Große Vielfalt von allem, ja, was von, dabei, ne? Ja, von jedem halt irgendwas. Ja, genau. Ja, schon mal nur kein Matelot. Nur kein Matelot. Warum kein Matelot? Das ist jetzt die Frage. Ist der zweite in Matelot? Der zweite, nee. Was? Von der links zweite von Tiradoro. Links? Nee, ist Tiradoro heißt das. Matelot ist ein kleiner Pirat, sozusagen. Mhm. Kann halt nicht alles haben, wenn man nur 4 Figuren hat, ne? Ja gut, und die 2 aus der Starterbox. Also Pirat und Cuchillo hat er jetzt doppelt. Ja. Deswegen. Aber Pirat und Cuchillo sind auch die coolsten Säue bei den Piraten. Ja. Deswegen mussten das andere Bild. Genau, mit La Jolla. Da bietet sich auch La Jolla an, wenn er so viele Cuchillos hat, ne? Und er sagt. Er meint doch gerade, die anderen hat er schon bemalt, ja. Genau. Ach so, okay. Ja gut. Dann bleibt ja auch nichts anderes übrig, ne? No, guck mal hier, La Jolla als Spezialist. Der Ehrengarde Cuchillos bietet sich ja gut an, ne? Nikwailani hat er. Boah. Aber muss sie noch zusammenkleben. Okay. Das wird den halben Monat dauern. Dann haut mal eine 1 in den Chat, wer keine Kualani hat. Noch kann er sie ja verheuern. Und eine 2 in den Chat für diejenigen, die 2 haben? Oh ja. Angeber. Also 1 in Chat, wer keine hat. Und eine 0 in den Chat, wer eine hat. Mal gespannt. Wie viele gab es denn? Quizfrage. Wie viele Qualanis wurden hergestellt? Fun Fact, ich kenne die Antwort nicht. Ja, dann super. Birkwart, war nochmal 2? Zwei. Du hast 2? Ja, ich habe eine und Tasse. Ah, ja, okay, alles klar. Ich habe keines. Die einzige Amazone, die mir fehlt. Oh Gott. Guck mal, der Birk hat 2. Ja. Ich weiß, wo der Birk wohnt. Ich auch. 500. Okay. Alles klar. Na gut, also es gibt noch einige, die ohne Qualani sind. Okay. Also wer mehrere hat, ne, gibt noch ein paar Leute, die brauchen die. Gut, dann haben wir noch Octavia als Limitierte. Die ist nicht Stückzahl begrenzt, sondern die war ein Jahr lang begrenzt. Man konnte sie nur ein Jahr lang erwerben. Müsste ich mal nachfragen, wie viele davon überhaupt verkauft wurden. Das wäre mal eine interessante Frage. Können wir mal eine Schätzfrage machen? Und wer am nächsten dran ist, der gewinnt eine. Haha.
Genau, Schwalbe. Welcher Monat ist das? Wer kann das erraten? Ich guck mal eben. Ja, es sind 4 Spezialisten. Ist jetzt nicht so schwer, ne? Okay, alles klar. Ja, coole Auswahl. Es sind auf jeden Fall 2 sehr seltene Modelle dabei. Ja, heftig. Da legt er ordentlich einen vor. Was haben wir noch nicht geguckt? Hier, das sind die 4, ne, 2. Anführer. Mit, oder welcher Monat ist das? 2. Anführer, April. 2. Anführer, ein Spezialist mit Fernkampf, das ist Little Pete, Spezialist ohne Fernkampf, das dürfte dann Pietro sein. Und ein Söldner, Lina Mee. Ja, schöne Mannschaft. Kann man bei so machen. Bei den Piraten war ich am Anfang auch am Überlegen. Haben die überhaupt reine Nahkämpfer? Ja, ja. Klar. Das war am Anfang noch, am Anfang war das noch ziemlich schwierig. Ne? Da hattest du nur Mono und der Rest hatte alles eine Pistole. Na gut, aber ja. Mittlerweile ist es. Ja, aber du hast Drunken Eva, du hast Little Pete. Nee, Little Pete hat eine Pistole. Schwarze Nick, oder? Der Schwarze Nick hat auch eine Pistole. Der hat auch eine Plemper, ja. Oh, ich will nicht gerade. Der Totengräber? Ah, ja. Defty, ich meine Defty Jim. Defty Jim. Defty Jim, genau. Ne, der ist hässlich. Der zählt ja, nicht. Gut. Pedro natürlich, wie er hier Mono. Ja. Das ist, ich glaube, ist die Fraktion mit der geringsten Anzahl an reinen Nahkämpfern, wäre jetzt meine Vermutung. El Interator? Ja. Dolora Welz? Ah. Ja gut, Frank, okay. Also ja. Gibt auf jeden Fall einige, ne? Ja. Okay, vielleicht muss ich mich nochmal aktualisieren, wer jetzt die Fraktion mit den wenigsten reinen Nahkämpfern ist. Okay. Ja gut, also da haben wir auf jeden Fall, da hat der Andi sich was Schönes vorgenommen, schöne Mannschaft. Und wenn du die dann ins Feld führst oder in die Sommerkampagne dann mitnimmst, bin gespannt auf das Endergebnis. Ja. Du bist auch gerade im Chat, hast du irgendwie ein Farbschema überlegt oder piratenmäßig alles wild durcheinander? Ja, Kasimir, genau. Kasimir Flynn hat eine Pistole. Stimmt, der hat auch eine Pistole. Ja. Ja. Und eine Rose. Vergisst man schnell, aber die haben wirklich, viele haben einfach eine Pistole mit dabei. Ja, ja, okay. Also Bemalschema kommt von Figur zu Figur. Ja, gut. Alles klar, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Der nächste im Bunde ist der Adolf. Der hat ein Bild geschickt. Genau, ein Bild geschickt. Sieht mir sehr stark nach De Bon aus. Jetzt muss ich mal gucken. Ich sehe die 2 Anführer. Clisson und Jean-Jacques Reynal vorne im Zentrum. Aplantage. Aplantage. Tomata. 4, wie heißen sie? Ja. Fusiliere, eine ja. Villegarde, ja. Dann Sergeant Plissé ist allerdings auch ein Villegarde. Die sehen sich recht ähnlich, aber... Echt? Ja. Wer ist denn ganz rechts? Das ist ein Villegarde. Das ist ein Villegarde. Ah, okay. Alles klar. Ganz rechts und ganz links ist beides Villegarde. Und die Isabella. Ja, sehr schön. Auch ich gucke mir die Villegarden hier an, die spiele ich so selten. Ach, die sind cool. Günstiges Gefolge, ne? Viele Aktivierungen. Kommen wir nachher zu, aber ich habe sie auch gerade alle 4 hier stehen. Mhm. Machst du etwa auch ein Debon-Projekt? Ja, schauen wir mal. Mhm. So, jetzt sind wir aber erst bei 2,5 Monaten, richtig? Ja, ich guck mal gerade in meinen Notizen, ob er auch was mitgeschickt hat. Nee. Starterbox, 4 Gefolge. Ich habe jetzt keine zusätzlichen Infos dazu. Ja. Die ersten 3 Monate nur, ne? Ja, es gibt auch einige, kann ich ja jetzt schon vorwegnehmen, die nicht alle Monate schon mal vorfotografiert haben, weil manches sich dann auch ergibt, je nach Release, was noch kommt, oder man sich noch nicht so sicher ist, was man dann bemalen möchte oder so. Ne? Ist ja auch völlig okay. Genau, geht ja auch nur darum, schon mal vorzuschauen, was erwartet uns. Können wir da irgendwie noch Tipps geben? Ja, hier zum Beispiel. Habt ihr irgendwelche Tipps? Also ich muss sagen, ich bin nicht der De Bon-Spezialist. Aber bei den 4 zusätzlichen
also zufälligen Modellen würde ich ja dann zu den Musketieren plädieren. Oder ja, weiß ich nicht, weil du hast halt den Musketieranführer, ne? Also ich würde auf jeden Fall Dabus empfehlen. Na gut, vielleicht hat er ja schon den Trivel bemalt, ne? Das kann sein. Ja. Also auf jeden Fall empfehle Arcando, Dabus, super solide Leute. Ja. Ja. Die sind es immer wert. Ist auch sehr cool, aber den hat er auch schon. Ja. Ja, der ist zwar teuer, aber der ist auch gut. Amor könnte man noch machen, weil den finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis Bombe. Mit Stärke 7 und Blitzattacke. Blitzattacke, ja. Ich finde auch Estelle super, weil die bringt Heilung mit, also die kann heilen, sie hat eine Pistole dabei und sie bringt halt einfach 3 zufällige Ausrüstungskarten damit. Das hat man, das finde ich einfach lustig. Also es ist jetzt kein strategischer Wert, wo ich sage, das muss dabei sein, aber ich finde es einfach lustig, dass man so und sich dann halt auch an die Situation anpassen muss, die sie mitbringt. Ja, ein bisschen wenig White Tower, oder? Ja gut, wenn du es halt nicht mitnehmen willst. Ja, aber wäre nur, um die so durchmischen, die Mannschaft, wären... Ja, Arcando halt, ne? Arcando kam auf jeden Fall. Ja, und White Tower Gefolge, ne? Arcando ist wirklich gut. Der Nick mag Poté, du hast doch keine Ahnung. Das Hühnchen ist toll. Ja, das Hühnchen ist toll, aber vom Spielerischen her weiß ich nicht. Der ist langsam, hat eine schwere Waffe und... Nee. Passt nicht ins... zu den restlichen Musketieren. Okay. Das ist doch... Das muss doch dein Freund sein, weil der sorgt dafür, dass Goblins noch schneller laufen. Nee, das Problem ist ja, dass du ja mit Bewegung 8 so langsam bist und deswegen das gar nicht so zum Trage kommt. En marche! Ja, aber dann kannst du nicht wieder alle zusammenspielen und so. Geht ja schon in die tiefe Taktik-Schule hier zu den Bonn. Können wir mal einen eigenen Stream zu machen? Die Bonner Taktik. Der wird doch immer wieder angefragt. Hä? Wird doch auch immer wieder angefragt. Oh Gott, okay, dann haben wir das Thema für nächsten Stream schon. Schreib's mal auf. Ja. Okay, also hier ist noch viel, viel Spielraum. Lass uns einfach mal überraschen, was der Adolf da noch auf den Tisch bringt. Ja. Bilder werden hier eingereicht, ne? Als nächsten haben wir den Andreas und der hat tatsächlich die Karten einfach geschickt. Und, warte mal. Ich habe in meinem Textdokument nichts drin. Man hat sowas geschrieben. Goblins. Er macht auf jeden Fall Goblins. Hier meine Aufstellung für die Kampagne. Sie ist nicht 100%. Vielleicht ändere ich nochmal was. Ich finde aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht es gut aus. Begonnen wird mit der alten Starterbox. Und dann wird aufgegobbelt. da ich... Ein Teil der Figuren erst zusammenbauen oder bestellen muss, sind hier nur die Karten abgebildet. Ich hoffe, das ist alles richtig zugeordnet. Okay, dann schauen wir uns mal die Karten an. Was hat er sich denn dabei gedacht? Also die alte Starterbox, die ist, warte mal, kann man das überhaupt sehen so richtig? Ja, kannst du ein bisschen runterziehen vielleicht. Ja, ich mache ein bisschen kleiner. Ich habe gerade was ganz anderes kleiner gemacht. Okay. Ah ja, okay. Also oben links ist die Starterbox mit Mano Gorda, Bayo, Revlook, Moby Duck, Velero und Matrose. Okay, da hat er schon mal die große Starterbox genommen mit 6 Modellen. Wo andere 4 Modelle bemalen, bemalt er dann gleich 6 Modelle. Ja, sind ja auch nur halb so groß. Du brauchst nur halb so viel Farbe, ne? oben rechts sehe ich dann die 4 Gefolge. Harter Junge, Hasardeur, Velero. Ja, finde ich eine gute Auswahl. Also ich mag die harten Jungs, weil die viel Punch haben, viel aushalten und die Hasardeure sowieso wegen den Schilden, oder? Ja, sind klasse. Und Velero sind einfach Tötungsmaschinen. Die am Paddel. Ja, ganz ehrlich. Viele Veleros haben die Schlachten entschieden. Definitiv. Ja. Der gefährlichste Goblin auf dem Feld. Das sag ich dir. Und dann noch mit Chico.
Ist Chico übrigens dabei? Nein, Chico ist nicht dabei. Nee, Chico nicht dabei. Und dann haben wir den April dann mit Captain Ulgat, Yogo Yogo, Kreisch und als Söldner Montero. Okay. Passt dann voll ins Goblin-Thema. Genau, genau den richtigen Goblin ausgewählt. Ja, finde ich gut. Er hätte ja auch noch Baron Conchita nehmen können, ne? Ist ja auch ein Goblin. Oder sowas in der Art. Ja, oder gut. Tornilo. Tornilo, ja gut. Soll ja im Februar kommen. Und da die Leute noch nicht wissen, ob das wirklich so geschieht, ne, wegen zu Corona-Zeiten und Lieferschwierigkeiten und wie auch immer, kann man es ja nie so versprechen. Aber im Februar soll ja der neue Söldnerstarter kommen. Genau, da ist Tornilo drin. Ein weiterer Goblin-Söldner. Genau. Könnte man machen. Er hat ja auch geschrieben, ist noch nicht 100%. Also da kann er noch ein bisschen umbauen. Ja. Ist ja erst mit Einsenden des Fotos wird es ja erst richtig, genau, festgelegt. Also ein bisschen Zeit habt ihr noch. Und der erste Monat Februar ist ja dann auch erstmal die Starterbox, ne? So, genau. Und dann haben wir noch Buso, Pierre und Paolo, Mama Fiara und Huizonag. Sehr coole Modelle. Ja, ne? Also von den Modellen her, aber auch von den Regeln. Also ich sehe schon, meine Lieblingskombo ist ja Yogo Yogo im Vormonat und dann Pierre und Paolo. Dann macht der, ist die Sonderregel nochmal, es gibt nur einen Versuch. Mhm. Ne? Charizard auf Pierre und Paolo. Dann Blitzattacke mit Scharfschütze. Hier. Blitzattacke mit Fechtmeister. So, Fechtmeister, genau. Mega. Ich stehe auf Huizonag. Der ist großartig. Der Panzergoblin quasi, ja, ne? Hält der Stand 5, Stärke 7 mit Rüstungsbrechend. Großartig. Dafür sah er natürlich langsam. Ja. Dafür hat er aber den schnellen Kreisch dabei. Ja. Den ich sehr gerne einsetze. Missionsziele zu sichern. Befehle und Courant, den Wohlwollen-Lur, den lässt dann ja auch bewegen. Mhm. Da kann man mitarbeiten. Also, bisher cooler Plan, würde ich jetzt mal sagen, was er sich da vorgenommen hat. Aber eine Option wäre zum Beispiel Tornilo, wenn er im Februar dann wahrhaftig im Shop verfügbar sein wird. Ja, und selbst wenn er erst im März kommt, ja, dann hat er immer noch Zeit, weil es erst im April gebraucht wird. Richtig. Ja. Genau. Sehr schön, Andreas. Danke schon mal an alle Einsendungen, die wir schon gesehen haben und die jetzt noch kommen werden. Die nächste im Alphabet. Na, wer erkennt es wieder? Hier bei uns aus dem Stream. Das kann ich nicht weiterschalten. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen, Birk. Ne? Das ist deine Truppe. Moment, ich muss mal hier irgendwas umstellen, weil ich nicht manuell switchen kann. Moment. Aber du kannst ja schon mal ein bisschen was erzählen. Ja, bei mir war ja erstmal die Frage, welche Fraktion? Mhm. Und da muss ich wirklich gucken, von welcher Fraktion sind noch keine zwei Anführer bemalt? Ah, jetzt. Okay. Und es sind tatsächlich die Piraten. Okay. Ist dein. Auch sechs Gefolge noch nicht angemalt zu haben, ist auch nicht ganz trivial. Du hast ja letztens auch deine Vitrine gezeigt. Du scheinst einiges nicht angemalt zu haben. Oder ist dir eine Mehlpackung ausgerutscht und die sind alle mit Mehl bestaubt? Stäubt. Nee. Es dauert noch ein Weilchen, bis ich das angemalt hatte. Ja. Ich hab das ja mal ausgerechnet gehabt, also auch mit den ganzen anderen Sachen, die drumherum stehen, nicht nur die Freebooter-Sachen, habe ich ja vor 6, 8 Jahren mal ausgerechnet, dass ich 80 bin, bis ich alle bemalt habe. Seitdem habe ich deutlich mehr Figuren gekauft, als ich bemalt habe. Oh, das kommt ja noch oben drauf. Seit einem Jahr lade ich noch mehr runter, als ich kaufe. Eine Never-Ending-Story. Aber habe ich gerade dein Februar hier offen? Mit Barco? Genau, das ist der Februar. Ich wollte mal so ein paar richtig rustikale Leute aufstellen.
Big Jenny, mal so ein bisschen richtige Möpse, so richtig Fleisch. Und Barco, ich hatte überlegt, ob ich den anderen nehme, der, ach, wie heißt der, Meister der Taktik? Rubio. Ah, richtig, die Katze, genau. Aber ich fand den Barco dann doch irgendwie interessanter für die Bemalung. Ja. Rubio ist interessant, weil ich gern das mal ausprobieren würde. Vom Spielerischen. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Genau, aber hier die Wumme oder sowas, vom Stil her hatte ich mehr Lust auf ihn. Ja, eben, man sieht ihn auch ein bisschen seltener auf den Tischen, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Barco? Ja. Sieht man weniger auf den Tischen und Turnieren, oder? Ich denke, der Florian wird dazu was wahrscheinlich sagen können, weil er jede Woche ein Turnier macht. Eigentlich sehe ich den auch öfters. Ja? Okay, dann ist das nur mein Gefühl. Also ich glaube, ja, wobei es können ein bisschen trügen. Also in der ersten habe ich ihn oft gesehen. Mhm. Der zweiten nicht so oft, glaube ich. Aber da waren auch noch nie so viele Turniere, dank Corona. Mhm. Okay, also hier wird auf jeden Fall schon mal super gerne Barco gespielt. Ja. In der zweiten hat er natürlich den Vorteil, wenn man so will, dass er der günstigste Piratenanführer ist. Ne? Also wenn man mehr auf Spezialisten und Gefolge gehen will, dann ist er vielleicht die erste Wahl. Mhm. Ja, aber wobei das nicht so, ich finde es bei denen nicht ganz so extrem, weil ich sag mal, zwischen dem günstigsten und dem teuersten sind 10 oder 15 Punkte, ne? Ja, 15. Also R85, ja. Rubio und Rosso 100. Genau. Also das ist wenig. Da holt es nicht so viel zusätzliche rein. Aber auf jeden Fall eine Überlegung wert und gut, dass Herr Birk den sich da ausgesucht hat. Ich mag den auch sehr gerne. Aber bei so einer Auswahl bei den Piraten und Anführern schwierig, sich da mal für ihn zu entscheiden. Der nächste Monat 4 Gefolge. Aber du hast im ersten Monat hattest du Matelot und Cuchillo. Und jetzt machst du weiter dann mit 2 Seemännern, beziehungsweise einer Seefrau, Matelot und Tiradoro. Also fehlt. Ja? Ja, es ist tatsächlich das, was noch nicht bemalt ist. Ah, okay. Beziehungsweise den allerersten Piraten, den allerersten Cuchillo, den haben wir gar nicht. Der ist ein bisschen falsches Genre irgendwie. Mm, okay. Mit den komischen Hüten. Okay. Also passt dir vom Stil her nicht. Okay, lassen wir mal so stehen. Dann kommen wir zum zweiten. Welcher Monat ist das denn? Das ist jetzt der April. Du hast aber keinen Nahkämpfer. Hat der Kasimir eine Fernkämpferwaffe? Ja, hatte Pistole. Verdammt. Ich habe nämlich geguckt, am Modell hat er keine. Ja, guckst du auf Karte, hat der Pistole auf Karte. Okay, dann muss ich den noch austauschen? Ja, es sollte nicht das Problem sein bei den vielen weißen Modellen, oder? Wird sich was finden. Ja. Wobei ich Delora habe ich angefangen, Mono hat Tassa bemalt, den Totengräber habe ich bemalt, ich habe auch den... Fury ist, glaube ich, tatsächlich die einzige, die noch nicht angefangen wurde zu bemalen. Oder der Defty Jim. Den habe ich nicht. Mhm. Den müsste ich das Bein brechen, damit er vernünftig aussieht. Also Hushu wünscht dir auf jeden Fall viel Spaß bei Blanche, beim Bemalen. Oh ja. Also ich kann mich auch gut dran erinnern, also mit angeklebtem Mantel. Den werde ich wahrscheinlich abmachen müssen, ja. Ja, wird ja, schwierig. Das hat Husche auch machen müssen. Der war am Sonntag bei mir und hat gemalt und hat angefangen. Mhm. Und irgendwann, okay, der Mantel ist doch abgegangen. Ja. Abgegangen. Du kommst auch, also wenn du guckst, zwischen Arm und Hüfte
wenn du da noch die, innen drin den Mantel bemalen willst, kommst du mit fast gar keinem Pinsel mehr durch. Habt ihr die eigentlich mal auf dem Spielfeld gesehen? Ja, auf meinem. Auf jeden Fall. Ich habe sie neulich erst grundiert. Hm. Also ist, nein, ich habe sie noch nicht gespielt. Übrigens für alle, die sich fragen, was das denn für eine Miniatur ist, auch eine limitierte. Blanche Pascal. Ich glaube, ich habe sie sogar noch gar nicht bemalt gesehen, weil sie, glaube ich, sonst auch immer als green dargestellt war, richtig? Das kann gut sein. Ja, ich guck. Die gibt es, glaube ich, im Shop bemalt mittlerweile. Guck mal gerade nebenbei. Wo ist die gute denn? Genau, und links und rechts, ich kann mich noch nicht für den Söldner entscheiden. Ach, ich finde sie nicht. Dass du Lobo noch nicht angemalt hast. Tatsächlich. Zählt er eigentlich als zwei Figuren? Nö. Das ist eine Figur. Ah, gut, okay. Blackbeard auch ein super Modell. Also ein schönes Modell. Ja, der muss. Aber wer Piraten spielt und kein Blackbeard hat, boah. Ui. Ja, vielleicht muss ich ja dann doch auch mal die Blackbeards-Liste spielen. Genau, gibt ja noch die Themenmannschaft, ne? Blackbeards, warte, habe ich gleich. Blackbeards Kommando. Ja, jetzt wo ich die PDF auf habe. Blackbeards Kommando. Bei der Octavia entscheidet sich vielleicht auch noch daran, ob Tassa sagt, sie hätte, würde den gern bemalen. Mhm. Dann muss ich den Herrn rechts bemalen. Mhm. Ja. Ja, haben wir auch zweimal. Siehst du. Unglaublich. Also, die junge Lady in der Mitte gibt es auch nicht mehr im Shop. Hat über den Chat. Die erfahren. War aber tatsächlich lange da, ne? Die war noch recht lange da, ja. Ja, ist ja auch nur für Piraten, ne? Also, wenn du keine Piraten spielst. Ja, ist aber ja, hallo. Limitiert. Muss man zuschlagen, solange sie noch da ist. Ja, habe ich ja auch. Sehr schön. Haben wir noch ein Bild von dir? Nee, haben wir nicht. Was machst du denn als Gebäude? Ach, da habe ich noch so viele. Auch schon weiß grundiert? Ich habe auch schon viele weiß grundiert. Eins muss ich jetzt noch bebauen. Mhm. Das kam frisch vom Werner an. Du meinst das Stadtmuseum? Ja, genau. Ah. Und ansonsten die vier sonstigen Figuren, wird sich zeigen, worauf ich Lust habe. Mhm. Ja gut, alles klar. Dann hast du ja einige volle Brust. Und es werden auf jeden Fall mal wieder bei dir Modelle bemalt. Blackmail? Muss ich mal schauen. Entweder schiebe ich das in den P500 rein oder Tassa muss mir beim P500 helfen oder vielleicht muss ich dann einen Monat aussetzen. Also ich habe gerade gleichzeitig noch bis April was laufen, wo ich auch jeden Monat 6 Figuren bemalen muss. Ja, und du kannst nicht die gleichen nehmen? Kann ich schon, werde ich teilweise auch. Schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Sehr gut, Birk hat was vor, endlich kommt Farbe drauf und wir gucken mal, was der Björn denn so vorhat. Björn hat... Die Monate sind durch mich verdeckt, aber das kriegen wir schon hin. Der Björn läuft auch automatisch durch. Moment. Der ist auch mit dem Namen Björn im Chat sehr ausgefuchst. Ah, okay, alles klar. Ist auf jeden Fall da. Fangen wir mal im Februar an. So, Björn, was hast du denn dabei gedacht? Ich habe jetzt keine Textdatei dazu, also hast du auch jetzt auch nicht groß ausgeführt, warum du dich dafür entschieden hast. Das kann ich machen. Du kannst das machen? Ja, klar. Du bist Björn. Aber der Björn hat mit mir die Liste gemacht. Ja. Also er wollte halt viel Seelentreiber spielen, beziehungsweise Sansame. Und halt erstmal die Kultisten, logischerweise, für die Anrufung, was man ja machen soll, durchaus sinnvoll ist. Fusilio halt, logischerweise, damit du einen hast für Befehle. Ja.
Und weil es halt alles ein Teil der Starterbox ist, ne? Ja. Aber ist ja in der Starterbox nicht noch der Pirat dabei? Ja, ne? Ja. Ja. Wo ist der denn? Ja, den hat er ja weggelassen. Und er krutscht. Aber ich glaub, Flo, du musst deine Stimme nochmal wieder ölen. Glaube ich. Ja. Oder lass einfach. Lass einfach. Ja, der will irgendwie durch Neustart, das heute nicht. Frag mich nicht, warum. Ja. Ja, das ist ein Problem von meinem Mikro. Das läuft über ein weiteres Gerät. Und das Gerät gibt den Wave aus. Und das Problem ist, dass Discord mit der Frequenz von dem Wave nicht umgehen kann. Also, meistens funktioniert es, wenn man das Gerät einfach neu startet. Aber leider Gottes heute nicht. Also, um kurz zu sagen, du bist im Stimmbruch. Ja. Ah, okay, alles klar. Ja, schön. Kultige Liste. Ich hab gehört, am Horizont steht noch ein neuer Kultstarter. Startbox. Irgendwo in den Sphären schwebt er rum. Wird irgendwann mal im Shop erhältlich sein. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, glaube ich. Und so musste man sich halt für diesen Kultstarter entscheiden, ne? Sehr schön. Das sieht ja nach Mystik aus. März. Ja, ist richtig. März. Sieht sehr Sansam-lastig aus. Genau, das sind dann die Sansamen. Richtig. Weil Seelentreiber in der Starterbox. Zack, 4 Sansamen rein. Kann Gualtiero 4 Stück mitnehmen? Weißt du, ja. Ja, guck mal. Dann ist halt sogar völlig durchdacht, das Konzept. Herrlich. Was haben wir dann im Mai? Komm, erst der April. So, erstmal der April. Oh, wir haben eine Sibylline ohne Kopf. Nur mal so als kleiner Hinweis, da fehlt der Kopf. Hat das aber auch was für sich. Da fehlt der Kopf. Jeudi sehe ich noch, Kylie Minogue und Han Solo. Er schreibt gerade, der Kopf kommt dran, wenn es bemalt ist. Ich glaube, bei ihr hatte ich aber ein bisschen Probleme, den Kopf tatsächlich richtig zu positionieren. Ich würde mir überlegen, ob ich das wirklich mache, nachdem alles bemalt ist. Vor allen Dingen frage ich mich auch, sollte man die Klebestellen freilassen? Weil wenn man die Klebestellen übermalt, klebt das dann noch gut, wenn da schon Farbe drauf ist? Also ich klebe ja vorher alles zusammen. Also man sollte es wahrscheinlich freikratzen, ja, wenn man Farbe drauf hat, um auf Nummer sicher zu gehen, aber ja. Björn sagt, auf Farbe hält das besser. Wenn man durch die Gegend schmeißt, sollte es eigentlich halten. Hm. Stiften. Sehe ich gerade. Ich bin ja für Greenstuff-Popel. Ja, den Stift habe ich gerade bei der Batitora versucht. Das ist nicht... Da geht's nicht. Also ein paar neue Löcher im Finger jetzt, ne? Ah, das zum Glück nicht, aber okay. Ich habe mich auch auf den Greenstuff-Popel dann besonnen. Greenstuff-Popel ist das Beste. So, Kylie Minogue, Yacht. Wer kann es aussprechen? Yachakuk. Flo, wie würdest du es aussprechen? Ja, passt. Ja, okay, dann sagen wir Yachakuk. ist durch die Errata besser geworden, habe ich gehört. Ja. Spielbar, sehr, ne? Sehr viel besser. Sehr viel besser. Auf jeden Fall ist sie jetzt ihre Punkte wert und deshalb zu Recht im April vorhanden. Ja, Joydy passt halt perfekt, ne? Mit Sibylline zusammen. Ja. Ja, tolle Kombi. Okay, dann springen wir nochmal zurück in den Mai. Mai waren 4 Charaktere nach Wahl. Da sehen wir den Pirat aus der Starterbox. Eugen und Latrotte. Weiß nicht. Und Tronqueuse. Ohne Kettensäge. Wo ist denn die Kettensäge? Ja, wahrscheinlich kommen die später dran. Ach. Ja, Eugen ist halt die logische Wahl, wenn du mit Seelentreiber mit vielen Sansamen spielst. Ja. Aber kein Ascioso, ne? Nee. Ist nicht mehr gesetzt. Also hier zumindest nicht. Passt ja auch nicht so ins Konzept. Ja.
wenn es eher um Seelentreiber gehen sollte, ist wahrscheinlich als große Anne die optimale Wahl. Sehr schön. Ich finde es aber auch gut, mal ohne Askeroso. Ja, ne? Ohne die brachiale Gewalt. Deswegen ist ja auch... Für die brachiale Mittel-Latrott. Ja, du hast Latrott als Ausgleich, die ist üblich. Sehr böse. Ja. Und du hast Tronconeuse und Judy, das ist, wenn das nicht brachiale Gewalt ist. Also der Chat sagt, es wird Latrott ausgesprochen. Ja, wir geben den ab sofort nicht mehr so blöde französische Namen. Dann haben wir das Problem nicht mehr. So, wir nennen jetzt einfach Franz und Sandra und so. Das kann doch jeder aussprechen. Finnische Namen gibt man denn jetzt. Bärbel. Bärbel. Ja, Bärbel kommt. Bärbel kommt. Ja. Ja. Ja, sehr schöne Mannschaft. Ich könnte es nicht spielen. Ich bin Kult. Wie sagt man? Du kannst ja die Bruderschaft nicht spielen. Ja, nur nicht mal die kann ich spielen. Okay, anderes Thema. Wir springen mal weiter. Björn, schöne Mannschaft. Bin gespannt, wie die hinterher aussieht. Ob düster oder bunt oder pink. Wir lassen uns mal überraschen. Die nächste Mannschaft ist von Blackmail. Und da haben wir auch noch ein Bild. Ein Bildchen sieht mir ganz stark, wenn mich meine Augen nicht täuschen, nach Amazon aus. Ja. Ja gut. Starter einmal. Ja, Starter ist vorne Pehua, kann das sein? Ja. Pehua, Tocatl, Total. Zwei Shigome, Matque hinten dran. Mhm. Nochmal Shigome und Matque. Und die zwei Schwestern. Okay, also, Turi und Torekareka. Er hat auch dazu was geschrieben. Nee, das sind nicht die anderen zwei. Die mit den Jai Alai. Ah. Guacamole und. Hat Guacamole? Ja, wie heißt sie? Tete Kuinoa und. Koamatl, glaube ich. Ja. Irgendwas. Guacamole. Ja, er schreibt schon, Rest ist unterwegs. Ja, Blackmail ist der Vorname. Stimmt. Hast du recht. 82 der Nachname. 82 ist der Nachname. So, wisst ihr aber Bescheid. Also er schreibt, gibt erstmal den klassischen Starter und dann mal sehen. Ne? Bei diesem Tausch hat er die Passspiel-Expertinnen, die wir ja gerade noch schon mal erwähnt haben, bekommen. Er hat nämlich Minis ertauscht. Und er wollte noch ein Iron Ball-Feld bauen. Das wird dann wohl auch während der Kampagne entstehen. Und der zu bauende Unterschlupf wird dann damit etwas zu tun haben. Okay, da können wir uns ja mal entspannt zurücklegen und mal gucken, was da das für ein Unterschlupf wird. Trainerkabine oder so. Das klingt gut. Oder Stadion. Mannschaftskabine. Ja. Duschen. Ja. Eine Dusche für die Eine Dusche, ja. Okay. Also. Ja, mit so Spicklöchern, ja. Wir wollen eine Dusche. Wir wollen eine Dusche sehen im, was war das? Juni? Ja. Juni, genau. Im Juni wollen wir eine Dusche sehen. Ist ja auch ein Unterschlupf. Sehr schön. Bin gespannt. Ist auch noch nichts bemalt, alles gebaut und grundiert. Geht so durch. Weiter im Text. Nächsten haben wir den Christoph. Ich habe das Bild im OBS nicht gedreht bekommen. Verzeiht mir. Aber er hat noch was dazu geschrieben. So, für ihn ist das jetzt erstmal die Top-Gelegenheit, seine Piraten endlich zu bemalen. Die liegen schon viel zu lange grundiert rum. Ja, das Problem kennen einige Süßwassermatrosen von euch. Tisch ist leider noch chaotisch. Ja, bei wem nicht? Vom Geländebau. Ein paar Figuren fehlen noch. Hat er aber heute nochmal bestellt. Sehr schön. Jetzt müssen wir einmal gucken, was er da geschickt hat. Ich mach mal hier wieder Pause. Rosso, Curly Ann, Cochilo Pirat. Da hören wir auf zu wechseln. Ja, ich habe das jetzt ausgeschaltet. Also, das sieht mir sehr nach Starter aus, was du jetzt gerade. Nee, das ist der Mai. Oder? Ach nee. Ach, Mai ist dann nebendran. Ja, wahrscheinlich. Okay. Ja. Das ist der Starter: Rosso, Curly Ann, Cochilo Piratin.
Geht klar, würde ich mal sagen. Jeder kann ballern. Rosso ist mein Lieblingskapitän. Lass ich so durchgehen. Und dann haben wir noch ein großes Übersichtbild. Da müsst ihr jetzt einmal alle den Monitor drehen, weil ich habe es in OBS nicht gedreht bekommen. Ja gut, erkennt man ja. Also dann ist der, dann haben wir einen El Enterrator und den, wie heißt das, Spitfire? Spitfire, ja. Im April Drunken Mads, Tiradora und Matelot und im Mai Drunken Eva und irgendwas Eingepacktes. What? Das ist wirklich schwer zu erkennen. Warte, ich mach mal hier. Sieht aus wie ein Schattentor. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, aber es hat einen Piraten-Hintergrund. Das ist wahrscheinlich die Base, die aussieht wie ein Tor. Ja. Das sieht aus wie irgendwas Verpacktes. Ich kann es nicht erkennen. Es ist irgendwas Verpacktes. Ja. Sehr schön. Ich sehe Drunken Eva, aber ich sehe nicht Pietro. Perfekte Duo. Gut, vielleicht ist Pietro auch verpackt. Man weiß es nicht. Aber den Unterschlupf sehen wir auch. Das ist die Cabana mit der Nummer. Birk, kennst du die alle auswendig? Cabana Nummer. Die hat ja noch nicht mal ein Fenster. Das muss ja eine von den ersten gewesen sein. Hm. Haben die nicht alle vorne ein Fenster drin? Nee. Okay. Meinst du unten? Ja. Nee. Ich meine, die ersten haben kein Fenster drin. Aber frag mich soweit doch nicht. Keine Ahnung. Also ich kriege, tut mir leid, aber ich kriege steifen Nacken, wenn ich da jetzt länger noch so drehen muss. Aber ist eine gut durchgemischte Piratenmannschaft, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist Nummer 3. Drei sein. Paloma. Was? Die Cabana Paloma, die Nummer 3. Ah, okay. Alles klar. Seid ihr euch da sicher? Wir haben im Shop nachgeguckt. Okay, alles klar. Sehr schön. Sind wir gespannt, Christoph, was du daraus zauberst. Wir erwarten dann deine Bilder Anfang Februar. So, als nächstes habe ich jetzt hier, oh Gott, da bin ich, ja. Dann kann ich auch ganz schnell einmal durchgehen. Ich habe versucht, weil ich alle Bruderschaftsmodelle habe, wollte ich den alten Adel spielen und habe gesehen, Imperial Armada ist ein bisschen mau. Wieso wechselt der denn immer noch durch? Achso, muss auf Pause klicken. Okay. Dann habe ich mir gedacht, fangen wir einfach mal an mit den neuen Starter. Venador, Arequin und beiden Arkebusiere. Gehen dann im nächsten Monat weiter und ich habe da im Internet so eine nette Liste gesehen mit Casadoren-Gardisten. Ne, Micha? Sind so, die Besten. Sind die Besten. Siehst du, wenn wir 4 Folgen machen, haben wir auch 4-mal Casadoren-Gardisten. Direkt. Und einen Monat später machen wir als Anführer Jaronio, Tipo Duros und die Hunde zähle ich dann auch noch als einen Charakter und den Nah. Irgendeiner fehlt, der Söldner, ne? Ist Don Pavo. Der ist irgendwie nach rechts gerutscht, warum auch immer. Und dann habe ich noch alle restlichen Modelle, die ich übrig habe, habe ich in den letzten Monaten gepackt. So. Genau, das sind so quasi die Modelle, die man beim alten Adel spielen kann, wenn man alle Bruderschaftsmodelle hat. Der Chat hat definitiv festgestellt, dass du eine imperiale Armada spielst. Mit dem Imperium im Hintergrund. So, ja. Ja, mein Arbeitstisch. Oder sind jetzt die Rebellen? Hier liegt. Nee, warte mal, das sind Rebellen. Und das Galaktische. Die Galaktische Republik. Wer erzählt denn was von Imperium? Leute. Die Tanja. Die Tanja. Nein, die Armada spielt im natürlich. April aber noch einen austauschen. Wo muss ich im April? Muss ich einen austauschen? Ja. Es sei denn, die Hunde zählen als Nahkampfspezialist. Ja, sicher. Tipo Duros? Der war zum Schießen. Tipo Duros hat eine Pistole. Moment. Ja, der hat eine Pistole. Aber die Hunde. Wieder einer von denen, die nicht modelliert sind, ne? Ja, aber die Hunde. Ich glaube, er hat eine. Ja, wieso hat denn der eine Pistole? Er hat eine. Ja, weil er eine hat. Aber die Hunde sind doch Nahkampf.
Die haben keine Fernkampfwaffe. Ja gut, die Hunde haben keine Fernkampfwaffe. Die sind zusammen als ein Spezialist, sonst passt es doch. Ja gut, ja, okay. Alles klar. Okay. Sonst mach kannst du Alejandra rüberziehen. Mache eh außer Konkurrenz mit. Also insofern. Und welcher von denen ist der Söldner? Der Hund. Don Pavo. Der Don Pavo, der ist rübergerutscht. Ah. Ja, warum auch immer. Der weiß schon, dass Fabi das nicht schafft, mehr als 5 Modelle anzumalen. Ja. Was? Ich habe heute 28 bemalt. Okay. Ja. Bunter Haufen an Imperiale Armada. Ich wollte eigentlich die Mannschaft Alter Adel fertig machen. Und wenn man sich das Bild so sieht, habe ich jetzt noch die Imperiale Armada am Start. Ja. So schnell kann es gehen, wenn man eigentlich eine Themenmannschaft aufbauen möchte, ne? Ziel erreicht. Ziel erreicht. Verdammt. Gehen wir mal weiter im Alphabet. Nach Farb kommt Flo. Oh, die Armada ist super. Das bin ja ich. Ich kriege gegen die Armada ja auch immer auf den Sack. Deswegen dachte ich mir, kümmerst du dich mal darum, dass die mal für dich spielt. So, dann machen wir nicht schlagen kannst, schließ dich ihnen an. Siehste. Florian, Eigenschaften, Endlosschleife weg. Ja. Pause. So. Ich habe die ersten 2 Monate nur eingereicht, weil ich ja dann noch ein Spielchen mit dem Nick mache und ich will noch warten, was noch an Figuren kommt. Für die Schatten? Für die Schatten, um ihm auf die Mütze zu geben. Deswegen habe ich jetzt nur die ersten 2 Monate. Ach so, okay. Ja. Erste Monat hier. Wartest du noch auf was Bestimmtes? Ich hoffe, dass Arso Pressa noch kommt. Oh ja. Der passt. Damit habe ich super Taktiken entwickelt gehabt beim Testspielen, beim Beta. Das wäre super, wenn er kommt. Das würde mir jetzt zum Vorteil bringen. Deswegen, ich habe erste Monat die Starterbox, weil die ist ja dann genau ein Monat bei mir daheim, ein Jahr, wo ich sie nicht bemalt habe. Und ja, und dann halt im zweiten Monat kommen noch das restliche Gefolge an Schleichen, Piraten und halt Schemen, weil Schemen kann man immer gebrauchen. Richtig. Man kann nie genug Schemen haben. Also ich weiß, stirbst nie. Ja, außer ich stirb nicht, das stimmt. Und also ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch die Todesfee und die Vogelscheuche bemalen werde. Mhm. Aber der Rest ist noch alles offen. Ach, beim Anführer. Ich hoffe noch, dass die Schreckensmite noch kommt bis, wann ist es, im April? Ansonsten muss ich die Urgewalt halt nehmen. Mhm. Oder die Rattenkönigin, weiß nicht, ob die auch kommt. Keine Ahnung, aber naja, die passt spielerisch nicht ganz rein. Deswegen wird dann eher die Urgewalt genommen werden, ja. Okay, also bei dir hängt es dann noch davon ab, was jetzt noch definitiv rauskommen wird. Das hängt halt davon ab, was rauskommt, weil dadurch, dass mir das benutzen wolle zum Spielen, was wir in der Aufbaukampagne bemale, muss ich dann natürlich auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Ja. Weil der Nix soll ja ordentlich auf die Mütze bekommen. Richtig, genau. Und werden wir dem Werner noch sagen, dass er dann die entsprechenden Figuren rechtzeitig rausbringt, ne? Ja. Wir sind da ganz bei dir. Ich rufe ihn mal an. Moment, ich bin mal kurz AFK. Hol ihn nicht aus der Koje. Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Hast du dir ein Farbschema überlegt? Was hältst du vom Magenta? Nee, Farbschema ist, der Nebel wird so türkis, hellblau. Ich habe doch schon, im Discord habe ich schon Bilder gepostet. Die Tentakeln sind immer so, warte mal, Terradon Turkis nennt sich das. Welcher Hersteller? Kontrastfarbe, GW. Wieso habe ich ihn? Die Kleidung ist immer lila und die Haut ist so, ich sag mal, knöchern. Genau, und dann habe ich meistens noch irgendwie versteckt irgendwelche Orange-Akzente. Oha, Orange. Eine Farbe, die man nicht so häufig sieht. Ja, die Augen sind bei mir meistens orange. Das setzt sich relativ gut als Leuchten ab. Das stimmt, du hast heute im Discord die Galleon gepostet, ne? Die hat orangene Augen. Genau. Wo war die denn? Zu Neuen Ufern? Nee, ganz normal. Im Farbdeck. Wie Farbdeck? Ach, finde ich nicht. Da wird so viel gepostet den ganzen Tag. Ich finde nichts mehr wieder. Aber ich habe sie gesehen heute. Ah, da.
Ja, stimmt. Orangene Augen. Heftig. Genau. Also wer das Farbschema da schon mal erschnuppern möchte im Discord, im Puppi-Farbdeck, hat der Flo heute die Galion-Figur einmal Nö, schon. reingehauen. Es war am Sonntag schon, aber ja. Was haben wir denn heute? 19.? Ah, am Ja. 17.01. Okay, alles klar. Da können wir mal gucken, ne? Ja, Florian, sind wir mal gespannt, was du noch für Modelle da rein schepperst in deine Liste. Das hängt davon ab, was rauskommt. Siehste? So, als nächsten haben wir den Frank. Ich muss wieder Pause drücken. Moment. Der Frank hat was eingereicht. Wo ist er? Der Frank hat auch einen Text geschrieben. Also eben das. Ersten Monat. Februar. Okay. Ah, wir haben den Februar auf. Alles klar. Nur ein bisschen verdeckt. Das war ein bisschen kleiner. Den Februar. Was hat er dazu geschrieben? Oh, er hat viel geschrieben. Okay. Dauert ein bisschen jetzt. Warum hat er sich für die Imperial Armada entschieden? Okay, als erstes, er wollte gar keine Armada spielen, weil es ihm der Kult angetan hat. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, warum es doch wieder zu der Armada kam. Dann kamen immer wieder Söldner hinzu und auch der alte Starter. Dann hat er Don Pavo bekommen von seiner Frau, die ausgedienten Asaltores. Und dann, als er letztes Jahr die OHG zu bemalen, OLHG zu bemalen, begann, kam ihm der Gedanke, könntest du ja auch noch für Don Pavo das neue Gefolge mit der Seesoldatin holen. Okay, dann hat er sich noch eine imperiale Box als Mängelexemplar irgendwo erworben. Wupp, wupp, wupp. Ich versuche das mal ein bisschen abzukürzen. Ich habe natürlich vorher nichts gelesen. Okay, also schwuppdiwupp. Hat er dann genug Modelle gehabt von der Imperialen Armada und hat sich dann gedacht, jetzt machen wir die Imperiale Armada. Frank, bist du denn heute da? Im Chat? Dann schreib mal ja. Vielleicht kannst du dann dazu auch noch was sagen. Im April ist er auf jeden Fall noch unschlüssig, ob er mit Belzatin und Ledingue hantiert. Der Seelentreiber hat hier geschrieben. Ist das ein Hier. Ja? Oder da ist er. Bist du zweimal da? Das ist jetzt die Frage. Ja, ist er. Jetzt Ja, kommt ja. ist zweimal da. Okay. Ja. Nein, Seelentreiber. Ja, okay, alles klar. Jetzt habt ihr uns völlig verwirrt. Gut, also schauen wir uns mal den Februar an. Da haben wir Geronio. Teniente? Ja, ne? Niente. Ja. Und diese Soldaten. Starterbox? Nein. Nö. Nee, Nee. Garcia war in der alten. Zusammengewürfelte Starterbox, ne? Ja, Garcia gegen Charono getauscht, oder? Oh ja. Nee, Seesoldaten waren noch nie in der Starterbox. Also. Ach stimmt, das sind Okay. Doppelpack-Seesoldaten. Ein Das ist nicht falsch. zusammengestellter Februar. Okay. Vielleicht kannst du mal reinschreiben, warum du dich für Geronio entschieden hast. Was kommt im Mai? Ist schon so früh. März. März haben wir jetzt, genau. Im März hat er. Könnt ihr noch nicht sehen, weil das verrutscht ist. Zwei Arkebusen, zwei Casador. Genau. Warum nicht vier Casadoren? Weil er Abwechslung will im Vergleich zu dir. Und der möchte Gefolge mit Parade haben. Ich glaube, das war für den ersten Monat. Okay, ja. Genau, das war für den ersten Monat. Okay. Er steht auf Abwechslung. Dafür haben wir den April. Da stehen einige Charaktere auf der Liste. Ich sehe als zweiter Anführer Elvenador. Die nahkampflastige Alejandra. Mit ihrer Blitzattacke. Übrigens ein sehr geiles Modell. Also nicht nur optisch, sondern auch spieltechnisch. Findet ihr nicht? Doch, ist halt auch Alejandra super ist günstig. super toll, ja. Und sehr günstig, genau. Dann sehe ich Arikin.
Belzatin, der hat er noch was geschrieben. Im April ist er noch unschlüssig, Belzatin und Ledingue. Bei Perro und Arrekin, da ist er sich noch unschlüssig. Also es sind mehr Modelle abgebildet, als er dann eigentlich bemalen will. Kann man da einen Tipp geben? Es hindert ihn ja keiner daran, mehr alle zu bemalen. Ne? Genau. Also der Tipp, was? 6 Figuren ist etwas viel. Möchte gern Pirat. Also man kann auch jederzeit jeden Monat mehr machen. Richtig. Oder sie in den Mai schieben. Die 6 Figuren am Tag ist in Ordnung, sagen wir mal so. Ja. 6 Figuren im Monat. Vielleicht auch bevor er 80 ist. Ja. Hast du in deine Rechnung mit eingerechnet, dass du ja in Rente gehst und dann mehr Zeit hast? Könnte ich mal berücksichtigen, wenn ich mit 50 das Haus abbezahlt habe, könnte das die Rechnung verändern. Ja. So, pass mal auf. Also ich gebe jetzt mal Tipps. Ich würde jetzt mal Arrekin rausnehmen und Perro reinpacken, weil ich den heute noch nicht gesehen habe. Arrekin hab ich selber in der Liste. Das geht so nicht. Musst du den Perro reinmachen. Und dann haben wir noch den Topfmann Johnny und Belzatin. Da würde ich sagen, mal Belzatin an, weil noch keine bemalte Version im Shop ist. Und ich glaube, ja, bitte in Studioqualität. In Studioqualität, sehr schön. Genau. Also Aufgabe ist klar, ne? Was mir aufgefallen ist, viele haben gar nicht mitgeschickt, was dann im Juni kommt an Gebäude. Ich denke, das lassen sich noch alle offen. Ich bin auch noch nicht schlüssig, muss ich sagen. Jörg, was war es bei dir? Die Kneipe. Stadthaus. Die Arkaden. Ja, klar. Oh. Ja, genau. Larry schreibt auch, Alejandra muss einfach wegen der Optik rein. Genau. So, hast du jetzt schon eine Entscheidung bekommen, Seelentreiber? Frank, weißt du Bescheid? Dein Plan steht. Viel Spaß damit. Bin auf die Ergebnisse gespannt. Als nächstes haben wir den Hujo. Den Hujo, der ist auch da. Den habe ich heute auch schon hier gesehen. Und der hat, Moment, wo haben wir den Februar? Februar. Der Hujo bemalt Söldner. Sehe ich gerade den klassischen Söldnerstarter im Februar. Gut, jetzt soll im Februar der neue Söldnerstarter rauskommen. Würde das die Entscheidung ändern, Hujo? Aber Florian, du weißt das doch bestimmt. Ich glaube nicht. Ne? Also er will den neuen Starter auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, er will ja eh alles bemalen, von daher ist es egal. Ja, gut. So eine Frage der Zeit, wann, ne? No. Ja. Ja. Kann sein, dass er dann den April noch macht. Stattdessen. Ja. Aber. Ja, er sagt, natürlich will er ihn haben. Guck mal. Die auch schon erstmal professionell eingenebelt. Ja, schwarz und dann weiß eingenebelt, ne? Ja, der kann auch eigentlich ganz gut malen. Ja. Also besser als ich. Ja, ja, deswegen bin ich mal gespannt auf die Ergebnisse. Also wer schon so grundiert. Da muss man drauf haben. Ich mache ja nur so hier. Bei mir sieht das so aus. So weiß. Also, wir haben das am Sonntag gesehen, wie wir es zum Malen getroffen haben. Mhm. Weil der Clemens rechnet in Teilschritten, die er an dem Tag schaffen will, und ich in Figuren. Von daher sieht man den Unterschied. Wie ja, er will, Teilschritten? Heute ja, mal Grund, ich den Mantel, heute will oder? Ich Grundfarbe und Washes haben. Morgen dann, das nächste Mal dann Teil von den Highlights. Und bei mir geht es halt. Ja, ich will 2 Figuren fertig haben. Also von daher. Ja, er sagt, er ist alles fake. Achso, die Grundierung. Ich dachte, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist fake. Ja. Ja, also auf jeden Fall, Modelle finde ich sehr geil. Hier Don Pavo ist sowieso ein richtig geiles Modell. Und wenn er geknetet, Clara ebenfalls. Da freut er sich schon, weiß ich. Auf den schönen Mantel. Boah, ich habe auch so geflucht bei den ganzen Pfauenaugen. Ich habe die nicht bemalt deswegen. Gekriegt. Ich habe mich immer gefragt, wie der Werner die geknetet hat. Schrumpfstrahl. Was? Der hat einen Schrumpfstrahl. Anders geht das nicht. Ja, der modelliert 1:1 und schrumpft das dann, ne? Ja. Mhm. Ja. Wer ist Clemens? Clemens ist der Hujo. Und der Hujo ist der Clemens.
Ich habe tatsächlich den Mantel damals, ich habe richtig Spaß gehabt, den anzumalen. Es war quasi eine Herausforderung, ne, so fast Freehands quasi. Ich habe da wirklich Spaß dran gehabt, den anzumalen. Okay, dann zumindest musst du in der jetzt Erinnerung. In Discord deinen Mantel reinposten. Ist in der Vitrine, ist da hinten. Jetzt kommen schon die Ausreden. Ja, ich sage auch nicht, dass es gut aussieht. Ich sage nur, ich hatte Spaß dabei. Also, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ist gut. Was kommt nach Februar? März, ne? Gut, bin ich hier richtig. Söldner. Da haben wir auch wieder den Fun Johnny Leding. Wie wird denn ausgesprochen? Möchte gern Pirat, sag mal. Wie wird der ausgesprochen? Ledoy, glaube ich. Ledoy? Ist überhaupt kein U drin. Okay, dann sehe ich aber noch Milagroso, Captain Octavia und Bel Satin, den übrigens die Community entworfen hat. Sehr schön geworden. Ja, geil. Wieder eine Limitierte dabei. Schöne Modelle. Wie sieht's aus? Habt ihr schon mal Milagroso gespielt? Im Spiel? Vor Corona zumindest. Nee, habe ich nicht geschafft. Nee. Also außer in den Testspielen oder so habe ich ihn auch nicht, sondern nicht live gespielt. Deswegen vielleicht Frage an die Community, wie spielt der sich denn so? Jetzt geht er einfach weg, oder was? ASMR machen. So. Habt ihr das Foto geschickt? Um mal die Stille zu überbrücken. Das Foto vom Mantel. Okay. Mumpel. Wo hast du es hingeschickt? In unseren Chat. Okay. Ich versuche das jetzt mal. Ja, stimmt. Das hat er noch gesagt. Er hat versucht, alle Spezialisten, alle Söldner reinzupacken, die auch für einen Kult spielen. Oder die Kult-Spezialisten sind. Ja. Hoppala. Stimmt. Da. Ich hab den Mantel jetzt mal eingebunden hier. Aber das sind ja alles, außer Lütte, der Pfannenmann, sind ja alles, genau. Ach, Söldner, ne? Vom Kult. Das sind alles Kultisten, ja. Also Kultsöldner. Oha, baut da nebenbei einer eine Kultmannschaft auf? Der hat eine. Ach so, okay. Ich glaube sogar, außer die er hat, fast komplett bemalt. Na gut, dann bietet sich das ja an. Jo. Dann bietet sich das denn an. Was haben wir denn im März, April? Ja, Moment. Im April, oh, da wird es ein bisschen größer jetzt. Wir haben da, fällt mir der Name nicht ein. Toledo, Schwalbe, genau. Franjo und Brahin, oder? Ja. Ja. Zählt er eigentlich als zwei Figuren? Nö. Nö. Aber ich weiß, dass er den eventuell austauschen will. Aha, als? Also gegen wen? Von der neuen Dings dann. Von der neuen Starterbox. Ah ja, okay. Gut. Gegen Danilo, ja. Der ist nur ein Viertel so groß. Ja. Er ist aber der letzte große, der ihm fehlt. Also eigentlich ist es dann Pflicht, oder? Ja gut, irgendwann bemalt er sie ja eh. Wenn er die Themenmannschaft spielen kann mit den drei Großen. Stimmt, das sucht er ja schon ewig. Siehste? Wie er das ja schon mache. Genau, Snappy sagt auch, der ist doch fix bemalt. Genau. Franjo hat auch Spaß gemacht. Mhm. Für Franjo gibt es also auch, glaube ich, ein Bemaltutorial beim Dice Dennis. Der hat den auch mal bemalt. Ja. In seiner Show. Ja. Auch mit mehreren Techniken, die ich nicht beherrsche. Also da könnt ihr mal reingucken. Also ohne Kontrast quasi. Ja. Ah, sehr schöne Modelle. Aber macht den Franjo auf jeden Fall. Ne? Sonst Ohrlasche, weißt du Bescheid. April, Mai. Mai hat er auch noch. Genau, da sehe ich Anqui. Im Barbier. Senora Java. Ja, Senora Java. Busca und Cortante. Cortante, genau. Ja.
Da, Johnny Depp, genau, danke schön. Da haben wir aber jetzt weniger. Nein, nicht Johnny Depp, sondern den Barbier aus der Fleet Street. Das ist das Problem mit Leuten, die nur Filme gucken. Wer ist denn der Barbier aus der Fleet Street? Jetzt das, ist eine, das ist, nee, es gibt den Film, wo Johnny Depp ihn spielt, aber das ist eine Geschichte aus London, wo es wirklich ein Barbier gab, der die Leute heimlich abgemurkst hat und die Frau hat die zu Pasteten verarbeitet. Das ist eigentlich eine Originalgeschichte, die ist so passiert in London. Und irgendwie sagt halt jeder Johnny Depp, weil... Weil der den halt im Film gespielt hat. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn der Film? Sweeney Todd, genau, Sweeney Todd hieß richtig, der. Genau. Typen. Ja. Von Tim Burton, glaube ich. Genau. Deswegen hat er ja wie immer seine mittlerweile, glaube ich, Ex-Frau mitgespielt. Aber das war ja die Impression für den Charakter, ne? Der Filmcharakter. Ja, der Filmcharakter oder der Originalcharakter? Ne, der Film. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, sag ich dir jetzt. Ja. Nee, auch sehr schöne Auswahl. Ne? Mich würde mal interessieren, Huschu, hast du den Busker gestiftet auf die, auf der, na, wie heißt das? Balustrade. Ja, genau. Oder draufgeklebt. Ich glaube, ich hatte den gestiftet, weil irgendwann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ich glaube, ich habe ihn nur geklebt. Habe ich ihn gestiftet? Ich weiß es nicht mehr. Ja, geht. Dass er ungestiftet geht, weiß ich auch. Aber nicht mit dem 1-Euro-Kleber. Nein, nur geklebt. Ja gut, alles klar. Ich bin unfähig. Gut. Hat der Huschu einen Juni? Huschu, was machst du im Juni an Gebäude? Erzähl mal. In der Zeit gehe ich mal weiter zum Lars. Weiß er noch nicht. Wie weiß er noch nicht? Er weiß noch nicht, was für Gebäude er nimmt von... Ja gut. Die hier liegen. Okay, also die Auswahl ist groß. Lars hat schon ein Gebäude. Lars hat schon, ist aber schon bemalt, zählt nicht. Und ich glaube, überschreitet auch die Größen. Das ist doch grundiert, oder? Das ist doch schwarz und weiß genebelt. Quasi, ja, genau. Setz dich mal für die Leute ein. Ich guck mal, hat er was geschrieben dazu? Ja, er hat was geschrieben. Oh, ein langer Text. Ihr guckt euch das Bild nochmal an. Versuch mal, was rauszufinden, was er sich da gedacht hat. Ich lese mal den Text gut durch. Ich würde sagen, das ist ein Wimmelbild und irgendwo da drin ist seine Startmannschaft. Das denke ich auch. Ja. War nicht die Aussage von ihm, dass er noch nie weiß, welche er nimmt? Deswegen hat er einfach mal alle draufgepackt. Ja. Sollen wir für ihn aussuchen? Ja. Wir können ja erstmal fragen, ob er da ist gerade. Oder wir würfeln aus, welches ist. Also nicht würfeln, also Karten. Also ich hau mal ein paar Facts rein. Er sammelt die Figuren seit 3 Jahren. Hat sich auf Piraten und Goblins. Also Piraten und Goblins hat er sich konzentriert. Da ist er doch. So. Dann nebenbei ein paar Söldner. Ja, so geht's uns allen. Ne? Hier und da mal. Zack, hast du 9 Mannschaften in der Vitrine. So. Das ist das Freebooters-Virus. So, die Kampagne kommt zum perfekten Zeitpunkt. Ja. Finden wir auch, wie bei allen anderen. Ne? Gerade jetzt zur Lockdown-Phase haben wir ordentlich Zeit zum Vermalen. Außer ihr habt Kinder im Homeschooling. Okay, er hat auf jeden Fall noch kein... Kita? Kita ist auch zu, ja. Ne? Ja, ist auch. Kita ist auch zu. Ja, pass mal auf, ich habe 2 Goblins zu Hause und einen ganz kleinen Goblin. Die 2 Goblins müssen lernen und der kleine Goblin, der macht genau das Gegenteil. Das Töfte momentan. Da beneide ich dich auch nicht drum. Nee, und nebenbei noch Homeoffice. Holla die Waldfee. Ja. Okay, also er wird sich noch was raussuchen und anfangen. Also können wir ihm vielleicht schon mal dabei helfen, was er sich da raussuchen soll. Ich habe zum Beispiel ich bin hinten... auf jeden Fall ja? Ich bin auf jeden Fall dafür, dass er den El Almirante bemalt. Ja, genau. Hätte ich nämlich auch gerade gesagt, weil ich aus dem Augenwinkel den Moso da hinten gesehen habe mit seiner Standarte. So, können wir die jetzt anmarkieren, welche er jetzt für welchen Monat nehmen soll? Oh, das, so reicht mein technisches Verständnis hier nicht, dass wir das nicht... Ach komm! Nee, der ist ja jetzt da und kann sich das mal merken. Okay, such mal den Februar raus. Starterbox. Ich lese nochmal... Der Almirante haben wir.
Da muss ich mir das jetzt auf dem Bildschirm hier mit Kugelschreiber markieren, welche wir schon raus haben. Ja, auf dem Bildschirm. Ihr könnt auch zu Hause alle auf eurem Bildschirm mit Kugelschreiber markieren, wo welche Modelle er nimmt, und dann schickt ihr uns einen Screenshot davon. Nein, macht er nicht. Dann, er braucht einen Spezialisten, ne? Ja. Also Ziel ist es auf jeden Fall, am Ende der Kampagne eine spielbare Mannschaft mit ein paar Optionen bemalt zu haben. Dann gebe ich dir einfach den Tipp, mal einfach alle. Einfach alle. Ne, also El Almirante ist schon mal gesetzt für den Februar, ne? Mit Moso. Jetzt ist mal die Frage, mal so ganz nebenbei, sind das eigentlich alle imperialen Armada-Modelle? Weil dann haben wir ja die volle, können wir ja aus dem Vollen schöpfen. Hustensaft. Er hat sogar welche, die vorher entstanden sind, wenn ich auf diesen Balkon schaue. Oben links? Ah, auch ganz hübsch. Das ist, klär uns mal auf. Alle, die noch nicht so lange dabei sind. Das ist eine Freebooter Miniatures Figur von vor Freebooter. Also Fate. Über 10 Jahre alt. So ein, ich weiß nicht, wer ist der, junge Adliger oder sowas? Ja. So, die Figur ist über 10 Jahre alt, definitiv, und noch nicht bemalt. Das möchte ich jetzt einmal erklärt haben, Lars. Wie kann das denn passieren? Ja, er sammelt erst seit 3 Jahren, das hat er geschrieben. Ach so, ja. Okay, ich nehme alles zurück. Also, welchen Spezialisten soll er denn haben? Boah. Erst mit der Kanone. Welche Kanone? Na, da unten rechts. Ja, aber den Kanonier dann halt. Der Kanonier ist gut, ja. Ist natürlich die Frage, ob das der erste Spezialist sein sollte. Hm, ich mach mal das Bild mal hier hin. Aber ich glaube, ich hätte es heute noch nicht gesehen, wenn ich es nicht verpasst habe. Also, ich suche mir jetzt einfach welche auch aus, die wir heute noch gar nicht so gesehen haben. Also, der macht auf jeden Fall Spaß. Also, Ramon Borondino zum Beispiel. Habe ich jetzt noch nicht gesehen bisher. Ist mal eine Option. Genau, rechts neben Moso steht übrigens noch der alte Hauptmann, Birk. Den solltest du vielleicht auch kennen. Ja, ja. Genau. Tamburino haben wir heute noch nicht gesehen. Ist eine Idee. Und vielleicht als Folge machst du mal 4 Akebusen. Haben wir heute auch noch nicht gesehen. Doch, kommen wir mal 4 Akebusen. Akebusen haben wir schon gesehen. Asaltore haben wir noch gar nicht gesehen. Asaltore, Okay, genau, die stehen unten im Fußraum Asaltores. Also Fußraum, wie heißt das in der Burg unten? Boden? Hof? Auf dem Boden, genau. Ich finde den ersten Maat gehört da auch mit rein. Und Sergeant, ich will mal Momento sagen, der heißt aber gar nicht so. Hier. Vorschläge im Chat sind noch Teniente und Calado. Teniente ist halt wirklich so ein Standard. Ja. Erster ja. Spezialist. Die ist auch in der zweiten Edition immer noch gut. Ja, aber ist auch teuer. Also ist es auch wert. Haut halt richtig rein, ja. Und Hugo bei auf jeden Fall. Ja. Und ich sehe noch, seht ihr, rechts neben den Casadoran-Gardisten auf dem Boden ist der kleine Knappe mit seinem Holzschwert. Seht ihr den? Auch auf jeden Fall mit in die Liste packen. Auf jeden Fall. Noch kurz Regeln dazu schreiben. Als? Das kriegen wir hin. So. Und den Hofstaat. Auch in die Liste. So. Ich würde sagen, was zu tun. Mal alles an. Ja, wir haben jetzt nur die Reihenfolge festgelegt. Ja. Nee, finde ich gut. Imperial Armada sollte jeder spielen. Wer noch keine hat, freebootermanagers.de. Wir gehen weiter zum Marvin. Und wir haben 2 Marvins. Muss ich gucken, welcher das ist. Moment. Weißt du, was ich ein bisschen traurig fast finde? Ich habe einen großen Teil meiner Armada bemalt. Ja. Und ich könnte trotzdem noch bei der Kampagne mitmachen mit der Armada. Das ist echt traurig. Ja. Dass du dann trotzdem noch mitmachen kannst. Das heißt, du hinkst voll hinterher und die Kampagne kommt zum rechten Zeitpunkt. Ja, das heißt, ich habe noch 6 unbemalte Gefolge und 2 unbemalte Anführer. Und halt ein paar Spezialisten.
Ja, und Söldner brauchst du noch. Ja, das wird langsam knapp. Ich habe nur noch 8, glaube ich. Ja, kommen ja 4 neue. 7 inzwischen. Ja. Kommen ja 4 neue. Die sind schon hinten am Horizont zu erahnen. Kommt schon so leicht um die Ecke geschippert. Okay, was hat Marvin Schnitt. Leute, ich weiß nicht mehr, welcher Marvin das war. Marvin, wenn du da bist, sag mal hier. Er hat sich folgenden Plan vorbereitet. Keine Textdatei dazu, also müssen wir uns das so hier raussaugen. Wir sehen einmal in der Übersicht, es sieht nach Goblins aus. El Tata sehe ich im Februar, ein Hasardeur, Revlog und ein Matrosen. Jo, ist auf jeden Fall keine Standard-Starterbox, die wir haben. Finde ich aber eine interessante Zusammenstellung. Ja, viele Pistolen. Viele Pistolen, ja. Das geht auch im nächsten Monat so weiter mit 2 weiteren Schilden. Ja, oh ja, viele Schilde. Und sind das 2 Matrosen? Ja, ich nee, der eine reckt eine Pistole in die Höhe. Moment, ich kann mal gucken. Also ich habe leider nur die beiden Bilder. Ich mach mal größer, Moment. Können wir vielleicht was ein bisschen besser erkennen. So, jetzt sollte es besser gehen. Matrose, ja. Ganz vorne ist ein Velero mit einem Paddel auf der Schulter. Stimmt. Und genau. 2 Hasardeure. 2 Hasardeure, genau. Ja. Ja, also Hasardeure finde ich sowieso eine richtig geile Auswahl bei den Goblins. Ja. Also auch wenn ich gegen Goblins spiele und dann sehe, da ist ein Hasardeur, ich könnte kotzen. Mit ihren Schilden. Im April sehe ich Moby Duck tatsächlich. Als Anführer Shulubulu. Chico als Spezialist und als Söldner Montero Guaca. Wieder eine gute Wahl. Ja. Mhm. Chico, er hat auch schon in den Vormonaten, war mal wie viel Veleros? 1. 1. Okay, da müsste jetzt noch einer kommen im Mai. Finde ich. Nee, Chico. Das ist noch Matrose. Wo ist Matrose? Im April? Mai. Im Mai? Nee, im Mai. Stimmt. Vorne links. Ja. Ja, also mir wäre da jetzt, also mindestens ein Velero müsste da noch rein. In Schelle rechts, Schelle links durch Chico. Einer geht noch, einer geht noch rein. Genau, man kann ja auch einfach mehr Figuren machen. Ist ja wurscht. Aber Kreisch finde ich schon mal eine gute Auswahl, gerade wenn du dann mit der Mannschaft Spiele machen willst und Szenarioziele erreichen möchtest, wo einer schnell hinkommt, ist Kreisch eigentlich mega. Schnell, ausweichen, fern, finde ich eine gute Auswahl. Funagra finde ich, nicht Funagra. Mama. Nicht Galina. Mama Viole. Genau die anderen beiden. Cebada, Mama Cebada und Mama Fiara. Fiara, genau. Mama Fiara. Sehr schön, da gab es heute im Discord auch nochmal ein Gespräch und Bilderaustausch, wie man die Fiolen bemalt. Da kann man direkt mitreden und sich ein paar Tipps holen. Genau, aber die Mamas generell bei den Goblins sind eine gute Auswahl, würde ich mal behaupten. Ja. Fehlt nur irgendwie das Gebäude wieder, ne? Also dann tut ihr euch alle schwer. Aber er hat nochmal eine Gesamtübersicht geschickt von allen Modellen. Das Gebäude ist doch im Hintergrund. Genau, dieser Felseingang da. Ja, ist aber schon bemalt. Fehlt nicht. Nee, der ist noch nicht fundiert. Ja, für mich sieht das übrigens aus erst wie Felsen, aber jetzt mittlerweile bin ich dabei, das sind 2 Kissen. Ha. Du könntest recht haben. Ich dachte auch, es wäre Holz. Ja, fällt euch dazu noch was ein? Also ich finde ganz viele Schildis finde ich sehr gut. Viel Reichweite und generell viele Modelle. Gute Auswahl. Ich kann dem nichts hinzufügen.
Außer vielleicht noch ein Velero reinpacken. Okay, Marvin 1. Sehr schön. Es sollte mehr Goblins geben. Nicht wahr, Florian? Du warst sehr ruhig jetzt gerade bei den Goblins. Ja. Okay, Marvin 2. Dafür kann er jetzt mehr sagen. Genau, Marvin 2 hat auch nur dieses Bild geschickt. Also ist wahrscheinlich, der Rest ist noch unklar, aber es wird auf jeden Fall mehr Amazonen-Longfall geben. Kann das sein, dass ich da einen Gusskrat sehe, ganz links? Es könnte eine sein, ja. Oder ist das lange Achselbehaarung? Das ist ein Haar. Das ist ein Haar. Genau. Das sind die Modelle von Marzlowska. Was habt ihr eigentlich für Nicknames? Marzlowska. Ja, dann, wenn du da bist, dann schreib doch mal bitte wieder, wie der weitere Plan aussieht. Attels kommen als nächstes. Attels. Sehr schön. Und da gibt es ja nicht vier Modelle von, ne? Was gibt es dann noch? Nö, im zwei März. Aktuell. Genau. Der Rest müssen ja auf jeden Fall Tempelwächterin geben. Tempelwächterin, ja. März, Shikome und Matke. Ah, nee. Oh, okay. Shikome und Matke. Na gut. Okay, aber Tempelwächterin müssen eigentlich rein, oder? Allein von der Spielstärke her. Ich war bei der Optik. Optik auch, natürlich. Ja. Die sind schon cool. Attels sind der Horror eines jeden Transports. Ja, kann ich unterschreiben. Ich habe immer noch eine Attel ohne Arm, weil ich immer wieder dran klebe und die immer wieder runterfällt. Oh Gott. Okay, also bei Marvin ist noch quasi völlig unsicher, was dann in den nächsten Monaten kommt. Er hat die Modelle 1 bis 14, außer Shikome und Tempelwächterin. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was ist denn 1 bis 14? Ich weiß ich nicht aus dem Kopf. Amazon. 1 bis 14. Ach, guck mal, Tekuani und die Onkas sind dabei. Makati. Makati würde ich auf jeden Fall mit reinpacken. Ist nämlich ein schönes Modell zum Bemalen. Xikoa wäre eine andere Anführerin. Oh, das ist auch... Xikoa. Was habe ich denn gesagt? Xikoa. Ist falsch. Xikoa. Ja, Xikoa meine ich natürlich. X am Anfang ist ein Nein, da sind auf jeden Fall ordentlich Modelle dabei. Wie sieht es dann aus mit einem Söldner? Steht der schon fest? Florian, du als Amazon-Spezialist, welchen Söldner würdest du da empfehlen? Qualani. Wollte ich auch schon sagen. Wobei, der kannst auch Totol bemalen. Ich könnte an Qualani rankommen, wenn ich möchte, aber möchte ich, also irgendwie, ne. Das ist Schiss vor der Hypothek, ne? Nee, ein Vereinskollege hat schon gesagt, er hat sie, er braucht sie aber eigentlich nicht. Mhm. Und er würde mir Sache abtreten, einzigste Bedingung wäre dann, ich dürfte halt 8 nicht verkaufen, ja. Was ich ja eh machen würde. Ja. Anna Solare, die Rattendame und noch einige. Okay, also Auswahl ist da. Also ich kann jetzt auch keinen Tipp geben, weil ich spiele, wenn ich Amazon spiele, der einzige Söldner, den ich bis jetzt je irgendwann mal dabei habe, war Crazy Barris. Das war's. Okay. Sonst habe ich noch nie mit Söldner gespielt. Okay. Also gibt auch keinen Expertentipp. Ah, ja. Frag mich gerade, ob man, wenn man Fidanzata und Tekuani und die 6 Tiere mitnimmt. Mhm. Darfst du 2? Funktioniert. Ja. Wie aus einem Rohr. Ja. War das mal nein? Ja. Bei der Ixekoatl, die gefiederte Schlange, zählt als einzelnes Modell, ne? Ja, ist ein Spezialist. Ja. Genau. Ist ein Spezialist. Also hau rein, wenn du die hast. Die wollen wir mal bemalt sehen. Und schon wieder denke ich darüber, wobei Debon denn die Legende ist. Ja, ich habe auch noch unbemalte Legenden. Ja. Sehr schön. Bei Debon gibt es keine.
Also du hast genug Auswahl, ein, zwei Tipps bekommen. Wir sind gespannt, wie die erste Einreichung der Bilder aussieht. Wir werden die natürlich dann posten auf allen Kanälen hier. Machen jetzt mal weiter mit dem Matthias. Der Matthias hat ein paar mehr Bilder geschickt. So, Moment. Der Matthias hat erstmal geschickt ganz viel Verpacktes. Da können wir nichts erkennen, deswegen gehe ich mal weiter. Aber ich glaube, der Matthias hat sogar so, einen sind Text Bonn geschickt. Es sind die Bonn, ja. Okay, so viel steht schon mal fest. Der Matthias hat einen Text geschickt. Oh, der ist aber lang. Oh, Matthias, bist du da? Bist du an Bord? Jawohl, er ist da. Heißt auch Matthias. Sehr schön. Sehr schön. Oh Gott, die sind aber alle bemalt. Die sind auch alle bemalt. Das ist ja Quatsch. Debon. Alles klar. Das sieht mir nach dem Starter aus. Debon soll es werden. Genau, alles klar. Ihr könnt noch mal kurz über die Modelle philosophieren. Ich lese mal kurz den Roman durch. Schnell. Oh, zwei Fusiliere. Glissant und Victor Truton. Genau, so heißt er. Ah, den muss ich auch nochmal ausprobieren. Der hat Civato, ne? Ja. Spruch. Charge! Okay. Rein in die Gegner und dann also sterben. Für die Debon übt er jetzt noch bis zum Starterkampagne mit seinen letzten Piraten. Hat 5 Jahre vorher nicht gemalt und möchte dann die Piraten erstmal verhunzen, wenn er bei Debon so richtig Gas geben kann. Schon mal. Gute Idee. Ne? So Tabletop-Standard soll das Ziel sein. Okay. Ich lese mal weiter. Nee, ist kein Starter. Da hatte Fabi Blödsinn erzählt. Ja. Ihr wollt nur gucken, ob ihr aufpasst. Das sind ja nur zwei Modelle aus dem Starter. Genau, im Starter mag er nämlich Anführerin und Spezialistin nicht. Ne? Spezialist. Spezialisten steht hier aber. Den Spezialisten. So. Ich lese nur vor. Ach, der hat aber auch schon zwei Brüste. Genau. Und stattdessen kommt diese Auswahl zustande. Ne? Dann geht es weiter mit den Fusilieren und der alten Garde. Ich mache da ein Foto da geschickt. Ja, dieses Foto. Dann geht es weiter mit den Fusilieren und der alten Garde. Und dann mal schauen, worauf er Lust hat. Bestimmtes Konzept verfolgt er noch nicht. Freut sich über jede bemalte Mini. Wer nicht? Ja. Haben wir Debonner anwesend? Dann können wir vielleicht ein, zwei Pflichtmodelle vielleicht empfehlen. Ich glaube, wird schwer, dass du einen Debonner hier hast. Vielleicht irgendeiner, der so spielt, wäre ganz praktisch. Ja, meine ich. Dann ich ja, also kein ich könnte meinen Nachbarn fragen. Der ist Franzose. Aha. Wir hatten das Thema vorhin ja schon bei Debon. Aplantage immer gut. Dabus. No-Brainer. Akando. Nee, Akando. Super. Mit dem Bogen. Das andere Musketier mit A. Es wird spät. Die Namen entfallen. Armand. Armand, genau. Mhm. Der ist klasse. Ich sehe hier, glaube ich, schon wieder Estelle. Die würde ich auch empfehlen. Habe ich ja schon erwähnt vorhin. Weil ich finde Wundenversorgung super. Ich finde die Pistole klasse. Und mehr Ausrüstung ist immer gut. Sagt schon, die Musketiere sind Pflicht, sagt er schon. Ja. Finde ich auch sehr schön bei den Debonnen, ja. Ja, und Nick, ja, wir vergessen Poté nicht, alles gut. Ruhig, Brauner. Ja, Matthias wartet noch auf die PDF von Debonn. Ja, kann noch ein bisschen dauern. Eigentlich habe ich vergessen, anfangs zu erwähnen, wir stellen gerade noch die Homepage um, die hat gerade ein bisschen Vorrang, die wird bis spätestens Sonntag wird die online gehen. Da sind noch einige Sachen zu machen. Oh, da kann der Captain jetzt nicht in PDFs rumfummeln, denn er muss da im World Wide Web irgendwelche Dinger reinkloppen. Und aber PDF ist nicht vom Schirm. Die soll noch kommen. Der Matthias schreibt, er tendiert eher zur französischen Armee. Mhm. Die ist natürlich dann ein bisschen schwieriger zu spielen, weil du mit der Reihe- und Gliedfunktion arbeiten musst, sie dann vielleicht ein bisschen mehr zusammenhalten musst. Zum Beispiel, wenn du jetzt diesen Musiker mitnimmst, der dafür sorgt, dass alle Reihe und Glieder doppelt, also als einer mehr zählen. Aber wenn man es hinkriegt, die so zusammenzuwerfen, dann haut das, glaube ich, auch gut rein.
Wieder Zweier-Trupp von denen als Dreier-Trupp. Sergeant Plissé dazu für die Wheelguard. Da kann schon einiges zusammenkommen. Und den Söldnerstarter, den erwartet er natürlich noch, weil er keine Söldner mehr zu Hause hat. Wie kann das nur passieren? Jo, sehr schön. Es sollte für auch viel mehr Debon geben, finde ich. Matthias, vielen Dank für deine Bilder. Ich hoffe, da kommt was Spielbares bei rum. Und wenn Corona vorbei ist, führt er natürlich alle Mannschaften einmal ins Feld. Und dann wollen wir ganz viele Bilder davon sehen. Als nächstes habe ich hier so einen Michael stehen. Der ist, glaube ich, auch da. Der ist, glaube ich, auch da. Jetzt weiß ich nicht, muss man selber sagen, ob das die richtige Reihenfolge ist. Ich habe einen angepinselten Bonnet hier, sehe ich. Clisson. Das ist mein Februarstart, ja. Das ist der Februarstart. Und, entfärbst du ihn nochmal? Nee, ich kann ja eh nichts gewinnen. Ah ja, okay. Na gut. Er cheatet. Aber man kann schon mal mein Farbschema sehen. Weiß, schwarz und rot. Mit blauen Akzenten, die da jetzt noch nicht dran sind. Ja, wollte gerade sagen, wo sind die denn? Ja, die ganzen Flicken oder da die jetzt rechts zum Beispiel an dem Hut von dem Fusilier da das, was ist das? Das Purity Seal. Das, sowas wird blau gemacht dann, als bisschen Akzent. Okay. Und, ja. Ich habe Debon, ich kann einmal kurz ausholen, was meine Geschichte zu den Debon ist. Ich habe, als sie relativ neu waren, habe ich eine Demo gegeben mit den Debon. Da habe ich in, ich glaube, einer Woche 12 Modelle gemalt. Ich habe noch nie so schnell gemalt. Und seitdem habe ich die Debon weitergesammelt und ich habe 12 bemalte Modelle. Ja. Also ich habe jetzt irgendwie seit 3 Jahren keine Debon mehr bemalt und ja, nutze jetzt einfach die Chance von unserer Aktion, das mal nachzuholen. Wollte gerade sagen, kommt die Kampagne halt zur richtigen Zeit, hä? Genau. So, Quizfrage, welcher Musketier ist das da im Bild? Also ich muss übrigens... Ich muss Clisson nehmen, weil ich habe Renal schon angemalt und es gibt nur noch 2 andere Anführer. Das heißt, wir haben zu wenig Anführer für die Bonn? Ja. Okay, Arbeitsauftrag ist bekannt. Mach mal eine Notiz. Gehen wir mal einen Monat. Ich hoffe, das ist ja nächste Monat, weil ich sehe nicht, wie das Bild heißt. Ja, es sind 4 Gefolge. Ja, 4 Gefolge, alles klar. Ja, 4 Wielegard. Ja. Mehr Gefolge habe ich auch nicht bei den Debon. Also zusammen mindestens 250 Jahre alt, so wie das aussieht. Ja, auf die freue ich mich schon. Irgendwie sind die cool. Okay. Farbschema steht fest. Hast du da taktisch was beigedacht? Nee, die haben einfach keine Farbe. Ich wollte nicht das klassisch französische. Ich bin da immer so ein ich finde immer das, was Standard ist, finde ich immer langweilig. Ich wollte mir was Eigenes ausdenken. Und ich bin tatsächlich bei Schwarz-Weiß-Rot dann gelandet, weil es halt, ich sag mal, die Farben des Deutschen Reiches waren. Und das fand ich passte einfach. Mhm. Also, bin ich mal gespannt. Also im Februar kann man ja schon erahnen, wie es dann am Ende aussehen wird, ne? Ja. Also das sind jetzt wirklich nur Grundfarben, habe ich halt damals noch aufgetragen, als ich am Malen war. Und dann, wie gesagt, das steht seit 3 Jahren so in der Vitrine, hinten in der Ecke. Ja. Wird Zeit, dass Farbe drauf kommt, also die restliche noch, ne? Definitiv. Dann gehen wir weiter. Achso, ja. Bitte. Ja, ich kann ja schön aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe... vorgestern bin ich tatsächlich mal wieder zum Malen gekommen und habe den Most Wanted Pirate von den Debonnen als Testmodell nochmal angemalt, dass ich wieder reinkomme ins Farbschema. Der ist im Discord zu sehen, selbst, ne? Genau, und habe mir selbst eine Challenge gestellt, den nur mit 4 Farben anzumalen. Mhm. Und habe damit aber wunderbar mein Farbschema, also gut, 5, weil ich noch ein Blau dazu nehmen werden muss. Bei dem war nichts, was blau musste. Aber mit 5 Farben, also schwarz-weiß,
blau, rot und so ein gelbes Ocker. Mhm. Und damit werde ich auch die ganze Armee anmalen. Also ich werde ja mir noch zusätzlich quasi die Challenge stellen, nur 5 Farben plus noch Metalltöne. Ja, aber 5 Farben für die Haupt, für den Hauptanteil zu nehmen. Du redest übrigens über den Maître Charlemont, ne? Genau, so heißt er. Der die Fäuste, war das richtig ausgesprochen, Florian? Keine Ahnung. Franzose oder was? Ich denke, du bist doch hier der Sprachwissenschaftler. Nein. Wie spricht man den in Noahattel aus? Das gäb's nicht. Ja. Der MVP, ja, genau, weil der Eol, der Eol 1 Uwe, der fragt, ja. Genau. Der Maître Charlemont. Ja, wo sind wir? Februar, März, April? April. April. Ja, der zweite Anführer, Treville. Links, ne? Genau. Plus die 2 Musketiere. Da habe ich den mit Poté, den Fernkämpfer, und mit Armand, den Nahkämpfer. Mhm. Oh, jetzt und hat endlich Nick seinen komischen Poté. Ja. Ja, wenn schon, muss ich auch alle Musketiere anmalen. Ne? Jetzt fährt er bestimmt vor Freude mit seinem Wagen irgendwo dagegen. Jetzt, wichtige Frage, wie bemalst du das Hühnchen, roh oder durch? Muss ich schauen, wie ich die Farben gemischt kriege. Ja. Aber wahrscheinlich eher, keine Ahnung, eher durch. Ja. Durch. Das durch. Muss durch. Genau. Der muss aber zu Futter dabei haben. Also, Dabu ist übrigens nicht dabei, weil Dabus habe ich schon angemalt. Ach so, okay. Das war eine von den 12, die ich damals für die Demos mit angemalt hatte. Und ja, Leding oder Ledingo oder wie auch immer er heißt, als Söldner, der auch für Debon kämpft, bietet sich an. Ist zwar eigentlich ein Debonner Spezialist, aber ist ja auch ein Söldner. Er ist auch schön zu bemalen, ist viel Silber, ne? Ja. Ja. Krieg ich mit meinen 5 Farben nicht hin. Ja, wie gesagt, Metalltöne kommen extra, aber das Grohe eben. Ah. Mit so werden wenig Farben. 4 Farben, schon 12. Ja. So schnell kann es gehen. Guck ich mal, hast du noch ein weiteres Bild? Du hast noch ein weiteres Bild. Ich würde, wenn du jetzt nicht außer Konkurrenz wärst, würde ich ja sagen, dass du disqualifiziert bist, ne? Mhm. Weil das eigentlich ist es kein Söldner. Bei den Dings ist er nämlich ein Spezialist. Ja. Aber es ist ja auch, wie gesagt, ich bin ja auch außer Konkurrenz. Ich bin ja schon im ersten Monat disqualifiziert. Das ist schon mal dein Glück. Ja. Weil ansonsten wäre das nicht gültig. Nee, dann hätte ich auch einen anderen genommen. Ich habe hier noch, ja, wahrscheinlich wäre es dann Hanna Solara gewonnen. Das wäre okay. Genau. Was haben wir jetzt? März, April, Mai, Mai. Kann sein, beliebige. Ja. Ja, die 3 White Tower, die ich noch nicht habe. Ja. Um auch die White Tower Themenmannschaft noch mal ein bisschen zu pushen. Und ich habe es ja vorhin schon zweimal erwähnt, Estelle finde ich einfach toll. Ja. Vom Modell oder von den Regeln? Du findest sie toll, vom Modell her oder von den Regeln? Von allem. Von allem. Vom Gesamtpaket quasi. Die hat vor allem so schöne, viele Details, ne? Ja, das stimmt allerdings. Hier ein Fass, da eine Tasche, da die Pistole. Hier ein Knopf. Da eine Brosche, da eine Feder, da eine Locke. Ja, ja. Genau das. Ja, genau super. Das. Da freue ich mich auch immer total. Ja. Sehr schön. Hast du, hier ist nochmal ein Gesamtbild. Sehe ich gerade nochmal. Stehen sie alle auf dem Haufen. Wenn sie so auf dem Haufen stehen, sieht erstmal viel aus, aber wenn du bedenkst, du machst immer so circa 4 Stück pro Monat, dann geht's eigentlich, oder? Ja, ist halt einer pro Woche, ne? Ja. Das kann man schaffen. Sieht immer schlimmer aus. So, Gebäude hast du auch nicht. Was machst du denn als Gebäude? Ja, wahrscheinlich das Stadthaus. Oder ein Eckhaus. Ja. Auf jeden Fall ein Haus. Noch, noch nicht zusammengebaut. City of Longfall Haus. Ja. Nichts eigengebautes, ne? Ja, ich glaube, das. Welches fehlt mir noch? Die Esquina? Nee. Doch, ich glaube, die Esquina fehlt mir noch. Also die 11. Das erste Eckhaus. Ja, könnte dann ein Juni werden. Ja, ja. Also ich habe genug Gebäude da, ja, um den Juni zu schaffen. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Der Paddy hat nämlich auch was eingereicht. Paddy hat auch viel dazu geschrieben. Ich lasse die Bilder mal durchlaufen, damit ich nochmal gucken kann, was er geschrieben hat. Februar steht schon alles bereit und wartet auf den Startschuss. Ich denke, das ist das zweite Bild.
Das ist. Oh, El Tata. Pesciera. Ein Hasardeur. Ein hartes Mädel. Und Mama mit. Ciabatta. Ciabatta. Ja, genau. Ciabatta, sag ich immer. Mama Ciabatta. Genau, im März kommen dann die harten Jungs. Hasardeur mit seinem Velero dazu. Ich guck mal, da haben wir. Oh, Moment. Was ist jetzt los? Da. Im März kommt. Harte Jungs, Hasardeur und Velero. Harte Jungs, Hasardeur und Velero. Also ganz oben, genau. Da, wo die Mauszeiger drauf zeigen. Ja, gute Idee. Veleros sind sowieso Matchwinner überhaupt. Die sollte jeder Goblin dabei haben. Ne? Und dann im April kommt dann der wahre Anführer, der Grond. Muss ich sagen, in den ganzen Medien, die ich da so konsumiere, sehe ich Grond eigentlich auch weniger als Anführer. Wie sieht es bei euch aus mit den Erfahrungen? Grond als Anführer. Häufig oder seltener? War, glaube ich, mein erster Anführer, den ich gemalt und gespielt habe. Tatsächlich. Also von mir eher häufiger. Ah. Aber gegen ihn habe ich, glaube ich, auch noch nicht so oft gespielt. Ja, doch, ich hatte mal eine ganz lustige Begegnung mit ihm. Aber ansonsten sieht man auch eher selten. Ja, ne? Meistens eher, wie heißt der andere? Marlo, genau. Marlo haben die meisten. Ja, ich hatte mal eine lustige Begegnung mit ihm, als er, boah, 7-mal auf Crazy Paris geschossen hat. Und die immer noch überlebt hat und ihn dann mit 2 Lebenspunkten aus den Latschen gekippt hat. Oh Mann, nee, aber eher, ja. Er passt auf jeden Fall rein, weil er die harten Jungs im Vormonat noch bemalt. Ne? Die. Oder? Grond, harte Jungs? Doch, war richtig, ne? Grond kann die zur Ehrengarde machen, oder erzähle ich jetzt Bullshit? Grond kann harte Jungs mit C versorgen, ja. So, genau. Ja, dann passt das schon mal ganz gut rein. Momma Fiara kann man immer gebrauchen und Huesonark als Tank. Genau. Dann wurde schon richtig genannt, hier die 3 Fragezeichen. Einer fehlt noch. Wer Söldner wird, das weiß er noch nicht. Ja, dann, Tornilo. Zum Beispiel, genau. Aber im Mai kommen Taro und Ampara. Der ist dann nämlich auch für Iron Ball gerüstet. Fraglich ist dann nur, wer Cucaracha als Nummer 4 begleiten wird. Da die Mama Hackebeil, schon wieder vergessen. Ciabatta im Februar schon dabei ist. Könnte man hier die Mama Galina vielleicht noch reinpacken? Dann hat er alle Mamas dabei. Oh. Oder? Hawks, 3 Mamas. Da hat er schon fast die Themenmannschaft, ne? Ja, guck mal. Ja. Das ist doch eine gute Idee. Sehr schön, Paddy. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Florian freut sich über mehr Goblins auf dem Tisch. Ja. Da die ja hier nicht sind, ist das nicht so wild. Dann haben wir noch Bilder vom Patrick. Jetzt muss ich gucken, welches war das erste Bild. Oh, oh Gott. Januar, Jolkamee. Ja, sieht gut aus. Ja, okay. Der Nick beschwert sich übrigens, dass du ihn vergessen hast. Der hat mir keine E-Mail geschickt. Aber der hält sich nicht mal an die eigenen Regeln. Ne. Selber schuld. So sieht's aus. Ja, Jolkamee, erste Wahl bei den Anführern. Ne, da er die tierische Urgewalt der Schatten da stehen hat, braucht er natürlich erstmal das Original, damit die Schatten überhaupt wissen, was kopiert werden soll. Sehr gute Gedankengänge. Von Quamizli hat er nur Gutes gehört. Passt sicher gut als Nahkampfmonster zu ihrer Anführerin. Ist dem so. Quamizli ist die... Ich finde, die passen
Si, Senor. Si, Senor, alles klar. Und dann ich eben... muss Tassa erst dazu motivieren, dass sie die mal bemalt. Ja, mach doch mal. Dann können wir das ausprobieren. Ehrengarde, zweimal Chikome. Alles klar. Passt. So abgenickt, darfst du machen. Dann haben wir im März das dritte alternative Modell der Chikome und die drei Matkes als Fernkampfgefolge. Solide, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Oder? Man könnte auch Tempelwächterin nehmen, aber... Ja, gut. Die hat ja aber auch jeder. Die hat auch jeder, ja. Das ist nochmal was anderes. Mal so sehen. Ich finde auch die... Oh, ich verwechsel Matke und Chikome immer. Die mit dem Blasrohr, Matke? Matke. Ja, ich finde die schön. Ja. In der 1 hätte ich nicht so viele davon aufgestellt. Mhm. Ja, aber in der 2 sind sie besser geworden. Kann man machen, ne? Dann haben wir im April ein sehr schwieriges Gruppenbild. Ja, stimmt. Also hat er selber geschrieben, ne? Die Irrengarde ist schon da, dann folgt Anführerin Nummer 2 Pehua, Kaneda mit ihrem Bogen und die furchterregende Makati. Sie sind ihm schon selbst auf verschlungenen Dschungelfaden begegnet und deswegen sind das Must-Haves für ihn. Alles klar. Die Auswahl der Söldnerin war natürlich riesig. Qualani war natürlich auch prädestiniert. Klar, ne? Aber er wollte alle großartigen Großmodelle bemalt haben. Und dann gab es nur noch Marshala Sylvie, die in Frage kam. Sehr gute Wahl. Ich finde, die passt auch so super gut bei den Amazonen. Rein. Jetzt ist der Satz zu Ende. Ja, Makati, würde mich mal die Liste zu interessieren. Die Liste, die Gedankengänge dazu? Mhm. Also mit der Söldnerin, weil die ja schon einen großen Teil der Armeepunkte frisst. Mhm. Na gut, ich muss ja nicht in jede Liste reinpacken dann, ne? Aber so als Option. Ja. Gucken wir mal weiter. Wir sind im Mai. Mehr Abwechslung für die Mannschaft. Tierwendigerin mit 3 Onkas. Oh, spricht erstmal nichts dagegen. Tierwendigerin finde ich sowieso klasse bei den Amazonen. Eine Fernkämpferin mit giftigen Explosionsgeschossen. Wer könnte das denn wohl sein? Wozu, Martin? Ist das eine Antwort? Ach so. Ja. Das war eine Frage an mich und ich dachte, es kommt mir einer zuvor, aber nein. Und ein Flamingo, was will man mehr, ne? Genau. Und er verspricht auch schon Tikuani mit Onkas, Otsumatli, Quetscholli werden bestimmt die Highlights beim Bemalen. Wir können uns auf den Monat dann beim Patrick schon mal freuen. Ich finde es schön, dass er das Katzenthema voll durchzieht. Ja. Ich auch schön. Wie schön. So, und es ist der Erste, der noch tatsächlich ein Bild mitgeschickt hat, was im Juni passiert. Cabana Rincon. Gol 014. Wer es noch nicht kennt. Das gute Eckhaus mit dem Klohäuschen auf dem Dach. Weil beim Stadthaus kann er sich nicht beherrschen, das muss vorher bemalt werden. Deswegen jetzt die Cabana Rincon. Rincon. Ja, sehr schön. Stimmige Liste, würde ich mal behaupten. Amazon kann man immer gerne aufs Spielfeld führen. Finde ich gut. Bin gespannt auf die Bemalung. Patrick kann ja auch malen, das wissen wir ja. E-Beams gespannt. So, zwei Leute haben wir noch in der Liste. Ich habe einmal einen Tobias, da habe ich auch die Bilder nicht gedreht bekommen. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich Layer 8 Problem. Also ich bin das Problem. Ich guck mal, wie die richtig rum aussehen. Das sieht nach Bruderschaft aus. 2 Sparda. Den Meisterassassin und Bonaccia. Mhm. Dann sehen wir, glaube ich, den April dann im Hintergrund. Königin der Schatten, Sagittario, Pestdoktor und Schwalbe als Söldnerin. Richtig. Eine der Möglichkeiten, eine Schwarzpulverwaffe in die Liste zu bekommen. Bei der Bruderschaft. Die zweite Variante ist, Quizfrage. Geh nur eine Schwarzpulverwaffe in die Bruderschaft rein.
Die Alicia. Wer weiß es? Alicia? Richtig. Hast nur nichts gewonnen. Egal. Oh. Okay. Kämpft die Piratenanführerin für die Bruderschaft? Nee. Die Rocher, echt oder? Nicht? Nee. Die bekannt in allen Gassen? Die DZ auf jeden Fall, ja. Stimmt, Rocher nicht. Aber DZ müsste, also DZ ja. Auch für Bruderschaft. Ich weiß nicht. Ich komme auf solche jeder kämpft für DZ und DZ kämpft für jeden, oder? Genau. Ich guck mal nach. Ich habe hier so ein Mannschaftsbuch. Guck mal nach. Mannschaftsbuch. Wir gehen mal ein Bild weiter, damit ihr... Ach, ihr kriegt weiterhin steifen Nacken. Tut mir leid. Die Set kämpft für alle Mannschaften. Ach, na guck mal. Guck mal, Theresa hat auch eine Schwarzpulverwaffe dabei. Jetzt wird hier einiges aufgedeckt. Wir haben, überblende das Thema einfach mit dem nächsten Bild. Mach mal. Ich habe hier noch ein paar, die ich, aber... Wir haben hier vier Gefolge. Sparda, zwei Batitore und ein Harlekin. Bisschen Fernkampf im Gefolge. Und da hinten haben wir dann noch Spezialisten mit Corvana. Der Sparda ist ein Koskriti. Vielleicht. Habe ich Sparda gesagt? Ja. Koskriti meinte ich natürlich. Wie kann man denn sowas passieren? Unglaublich. Unglaublich. Corvana, Vitaich, nee. Die Spinne. Vitaich, Rometo und Patante. Genau. Sweeney Todd. Genau. Das sind dann die vier Charaktere, die man sich aussuchen kann. Ja. Sehr schöne Auswahl. Corvana natürlich, ne? Im aktuellen Meta. Gibt es überhaupt einen Meta bei Freebooters? Nee? Okay. Wäre dann wahrscheinlich gesetzt. Kannst mitnehmen, was du willst, wenn du weißt, wie du spielst, hast du immer eine Chance. Ah. Ja. Wobei Corvana schon öfter zu sehen war. Ja, es ist aber nicht, dass du sie brauchst. Ja, sie ist halt ein No-Brainer. Brauchen tust du ja, sie nicht. Sie spielt sich halt einfach. Ja. Ja? Also du kannst sie halt mitnehmen und sie macht irgendwas. So, du machst damit nichts verkehrt. Nee, ins Haus stelle, zweimal mit dem Raben schießen, zwei auf Ablenken machen, ja, fertig. Warten, bis es weitergeht. Ja. Genau. Vielleicht solltest du mit ihr nicht unbedingt auf Sansame schießen. Warum? Weil das Verschwendung ist. Ja, okay. Alles klar. Dann hat er noch ein Gruppenbild geschickt und im Hintergrund sehen wir den Juni, die Cabana Ordago. Die ist schön. Die ist schön, ne? Ja. Ja. Auch schön bespielbar. Mit der Treppe an der Seite. Eine Terrasse. Und wir sollten auf jeden Fall mehr Bruderschaft spielen. Sehr schöne Auswahl. Ja. Habe ich auch nichts zu ergänzen. Irgendwie finde ich gut, die Auswahl. Mach das so, Tobias. Und zum Schluss haben wir noch den Uwe. Der hat... Moment. Wo haben wir den? Februar. Im Februar beginnt er mit Reinal, Fusselien und Estelle, genau. Gut, Reinal. Er ist übrigens schon ins Bett gegangen, ist etwas älter. Der ist schon ins Bett gegangen, unglaublich, da muss er das nochmal nachgucken. So, nach Vornamen sortiert und Uwe kommt doch zum Schluss. Mann. Gut, dann musst du das nochmal nachgucken. Aber er hat schon alles bemalt. Hat er? Ja, siehst du ja. Achso. Aber gut bemalt. Ja, gut bemalt. Gewinnt er damit was? Kann glatt Studiobemalung sein, ja. Ja. Nee. Also ja gut, Reinald und die Fusiliere, sieht man schon mal die Taktik, die da verfolgt wird, direkt im ersten Monat. Ballern, was das Zeug hält und nachladen. Ja. Copter schreibt gerade, ob die Mail nicht angekommen ist. Ich habe alle Mails, die angekommen sind, habe ich rausgefiltert.
und die Bilder abgespeichert. Also wird deine nicht dabei gewesen sein. Ja, solider Februar würde ich mal behaupten, ne? März gibt es noch mehr Fusiliere? Alter Schwede. Da baut aber einer eine Ballerburg auf. Holla die Waldfee. Spam-Ordner? Ich habe keinen Spam-Ordner. Ist aber gar nicht angekommen. Dann bin ich gespannt, ob bei den Spezialisten jetzt noch der Trommler dazu kommt. Da bin ich auch gespannt. April? Nee. Also Söldner ist er sich noch nicht sicher. Fernkämpfer wird Bellet mit seinen, was sind sie letztendlich geworden? Wiesel? Wiesel, ja. Wiesel. Wiesel. Ja. Oder? Wiesel. Und dann haben wir noch zwei Musketiere. Ja. Der gute Ablantage. So, und dann haben wir im Mai noch die restlichen Akkubusiere und, wie heißt er nochmal, Lacroix? Nee, doch, Pierre Lacroix. Ja, ne? Ja. Trubadix. Trubadix, genau. So sieht's aus. Ja, also es wäre auch so eine Debon-Liste nach meinem Geschmack. Billet mag ich sehr gerne, ich mag die Musketiere sehr gerne. Und ein bisschen Feuerkraft. Ist dann viel Nahkampf mit Fusilier, Feuerkraft. Ja. Bei Tower-Thema ist er gar nicht angepackt. Ne? Ja. Und im Juni gibt es eine Cabana. Frag mich mal, welche das ist. Keine Ahnung. Eine aus den ersten Tagen. Das müsste die erste sein, oder? Die erste, die Maduro. Ja, kann gut sein. Ja. Ja, ne, finde ich eine gute Debonner Truppe. Du hast Fernkampf, du hast Nahkampf. Du kannst, ich guck gerade, ist Trivill dabei? Ja, ne? Ja, Trivill ist dabei, kannst eine reine Musketiermannschaft spielen. Ja, bist damit auch flexibel, finde ich gut. Finde ich gut. Und der möchte gern Pirat, sagt, White Tower mag der Uwe nicht. Okay, deswegen sind die auch nicht dabei. Aber das ist das Schöne an Debon, ne? Du kannst sie auf viele Weisen spielen. Ja. An Copter nochmal in den Chat. Lass die Bilder irgendwie anders nochmal zukommen oder hau die in Discord rein, schick mir mal eine private Nachricht mit den Bildern, dann packen wir die in den nächsten Stream mit rein. Oder wohl, vielleicht machen wir nicht der nächste Stream. Der nächste Stream ist schon im Februar, okay. Dann kannst du schon mit dem Codewort dann schicken, die Bilder. Haben wir jetzt eigentlich von jeder Mannschaft was dabei gehabt, ne? Der Nick sagt, die sind angekommen. Welche waren das denn, Nick? Um wie viel Uhr sind die denn angekommen? Sagen wir mal so. Er hatte vor ein, zwei Tagen das geschickt gehabt, glaube ich. Ich habe es im Discord gelesen gehabt. Hm. 35 Megabyte waren es, glaube ich. Ich habe 23 Megabyte. Der Marvin. Haben wir aber gezeigt. 35 Megabyte habe ich hier nicht. Dann hat der Nick nur die bekommen. Hm. Gut, dann kann der Nick mir die nochmal zukommen lassen. Dann reichen wir die nochmal nach, die Bilder. Geht nichts verloren hier auf unserem Dampfer. Sonntag? Noch einmal mit Profis, ey. Ja. Ne, genau die Mail habe ich nicht, Nick. Dann lässt du mir die nochmal irgendwie zukommen. Kriegen wir hin. Wir brauchen so Überbrückungsmusik oder irgend sowas. Das habe ich nicht. So. Bitte warten. Okay, also die Bilder. Der nächste freie Pirat ist gleich für Sie verfügbar. Ja. Ich habe gehört, bei Twitch müssen wir vorsichtig mit Musik sein. Richtig. Also die Bilder liefern wir nochmal nach, ne? Das war's dann. Ich habe hier ein Klavier stehen. Ich kann einfach mal ein bisschen. Ja, live kannst du spielen. Oder Zither, die kann ich auch nicht spielen. Live kannst du spielen. Hier habt ihr nochmal den Überblick, wie die Kampagne dann ablaufen wird. Februar am
letzten Januartag, eine Minute bevor es Februar wird, sagt der Nick, gibt es das Codewort. Ne? Und dann geht es auch schon los mit dem Bemalen. Dann sammeln wir eh nochmal eure Bilder ein. Die vom Copterfill, die reichen wir dann nochmal nach. Und sehen uns dann beim nächsten Stream jetzt muss ich mal genau gucken, welcher das ist. 1, 2, dürfte der 4. Februar sein. In 2 Wochen Donnerstag, 4. Februar. Haltet den mal fest, aber ich poste den dann nochmal auf allen sozialen Medien. Wenn der feststeht, 4. Februar wohl, da geht es dann auch wieder um neues Jahr zu neuen Ufern und weiteren Infos. Am Wochenende habe ich schon erwähnt, spätestens am Wochenende wird die neue Webseite gehostet bei uns dann. Dann werdet ihr die aktuelle nicht mehr erreichen können, sondern auf die neue direkt umgeleitet. Kann natürlich sein, dass wir 1, 2 kleine Goblins dann rumspringen haben, die ein bisschen Schindluder treiben. Dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausbessern. Also seid nicht so streng am Anfang mit uns. Gibt dann einen neuen Shop. Preise bleiben aber gleich. Also da erinnern wir nichts dran. Genau. Wie sieht es bei euch aus? Leute, habt ihr noch ein Thema auf dem Herzen? Ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte heute. Birk, hast du noch ein Thema auf dem Herzen, was wir noch unbedingt loswerden müssen? Nein. Nee? Michael, du noch? Also ich freue mich, dass so viele mitmachen, dass hier auch eine rege Beteiligung herrscht. Genau. Das machen ja nicht nur die mit, die Bilder geschickt haben, ne? Genau. Machen ja noch mehr mit, die keine Bilder geschickt haben. Genau. Ja, freut mich oder auch, welche, ne? Die Bilder geschickt haben, die ja, oder, sind. Oder auch die Bilder geschickt haben, die du nie hast. Ja, die hat irgendwie nur der Nick. Keine Ahnung, bei mir ist das irgendwie untergegangen. Aber das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Florian, dein Schlusswort für heute noch? Schwimmt nicht zu weit raus. Ja. Nach dem Essen Zähneputzen nicht vergessen. Nach dem Essen Zähneputzen nicht. Oh Gott, Leute. Ja. Leute. Ja. Und vor dem Schwimmen gehen, ne? Frühestens eine Stunde vorher was essen. Oh Gott. Das ist tatsächlich falsch. Ich weiß. Das hat man früher so gesagt, aber das stimmt gar nicht. Ja, das haben Eltern ihren Kindern gesagt, damit sie ihre Ruhe haben nach dem Essen. Und die Kinder haben das dann geglaubt und ihren Kindern. Nee, es gab wirklich eine Zeit lang, wo man geglaubt hat, dass dann der Magen, dass der so schwer ist und dass man deswegen träge ist. War eigentlich ist totaler Blödsinn. Jetzt haben wir noch ein bisschen Bildung am Ende des Streams. Sehr gut. Ja, immer schön also mit Sonnencreme. Mit Sonnencreme. Genau, am besten einen schönen Bräuler oder sowas, weil Fett schwimmt oben, ne? Oh, oh Mann, Leute. Also. Schön, dass ihr alle da wart, auch im neuen Jahr, dass ihr uns die Treue haltet, weiter fleißig einschaltet, uns auf den sozialen Medien verfolgt und kommentiert und postet und dass ihr bei dem Aufbauprojekt hier mitmacht. Wir hoffen, ihr habt ja alle Spaß bei, auch wenn ihr vielleicht nicht jeden Monat bei den Belohnungen mit berücksichtigt werden könnt. Am Ende der Aufbaukampagne haben wir halt alle eine neue bemalte Mannschaft, die wir aufs Feld führen können, hoffentlich dann auch wenn die Beschränkungen mal endlich wieder zurückgehen und wir uns mal wieder treffen können zum Spielen, dann könnt ihr die auch ausführen. Sommer, ja, ich will keine Prognose stellen, aber vielleicht könnte man dann mal wieder spielen. Ne? Ja, schön, dass ihr ja dabei wart. Wir sehen Nick uns. Nick will ein paar auf die Mütze von mir. Das auf jeden Fall. Vielleicht läuft die Kamera ja auch mit. Ne? Ja, vielleicht. Wir sehen uns, vorsichtig gesagt, am 4. Februar. Schreib's nochmal in den Chat. Gucken wir mal nochmal nach, ob das so richtig ist. Werden das wieder verkünden und bis dahin. 4. Februar wäre nach normalem Rhythmus. Genau. Korrekt. Genau, dann nehmen wir einfach den 4. Februar. Da ist ja noch Lockdown, sowieso. Richtig. Kommt gut über den Bettrand, Leute. Wir sehen uns dann am 4. Februar. Ne? Und fällt kein dummer Spruch rein. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Ciao.